Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute das letzte Kapitel von Black Mirror 3. Ganz genau. Mal sehen, wie das wird. Gehen wir mal in das Spiel hinein. So, Kapitel 6. Danke nochmal, dass Sie mir geholfen haben, Adrian ins Schloss zu bringen. Aber natürlich, Miss. Kann ich sonst noch etwas tun? Im Augenblick nicht. Dann werde ich morgen wieder vorbeischauen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Solange Adrian schläft, sollte ich den Erzbischof über die aktuellen Geschehnisse in Kenntnis setzen. Hey, jetzt können wir hier Miss Antolini steuern. Geil. Und hier. Ditten. Perfekt. Endlich mal was Schöneres anzusehen. Als diesen verweichlichten Adrian. Wir haben da jetzt unsere neue Protagonistin hier, die Krankenschwester vom Vatikan hier, die Gute. Und wir haben ja jetzt eh das Anfang vom sechsten Kapitel und ist jetzt wieder so eine Frage von Spekulieren. Ich würde sagen, wir machen jetzt halt so ein bisschen. Wir arbeiten da jetzt halt dran. Wir spielen jetzt mit der ein ganzes Stück und dann zum Ende denke ich mir, unser Adrian weckt auf. Der Exorzismus war von Arsch, hat nicht so richtig geklappt. Und dann müssen wir da was machen, um den dann noch irgendwie zu retten und den Fluch zu bändigen. Das wäre so meine Idee, was ich habe. Was, Chat, was sagt ihr gerade dazu? Was denkt ihr, wie da das Kapitel endet? Naja, mal gucken. Wie schon gesagt, beim letzten Livestream habe ich mich ja schon gefreut, dass wir hier schön so eine weibliche Hauptperson jetzt haben. Das ist ja schon mal gut. Ach ja, wir können mit dem Teppich interagieren. Der Boden in der Bibliothek liegt höher als die restlichen Räume im Erdgeschoss. Vielleicht verbirgt sich darunter der geheime Zugang oder auch nur eine altmodische Fußbodenheizung. Guck mal nach. Der Boden in der Bibliothek liegt höher als die Reste. Vielleicht verbirgt sich darunter. Schnauze! Müsst ihr mal gucken, heb mal den Teppich an, Fräulein. Aber was machen wir denn hier? Ich habe das Diktiergerät während des Exorzismus laufen lassen. Ich habe kein Wort verstanden, obwohl ich einige Sprachen verstehe, aber. Das muss eine sehr, sehr alte Sprache sein. Ich ist für den Notfall. Falls, naja, Mordred mich angreift. Eine Knarre brauchst du. Ich kenne da einen Mülleimer, da liegen ein paar Knarren rum. Streichhölzer. Ich habe sie aus einem Café in London, bei dem ich vor ein paar Tagen war, um den Erzbischof zu sprechen. Da geht dich ja schön Kaffee trinken hier mit dem Erzbischof. Vielleicht bringt er alle um. Und dann sich selbst. Na, guck an. Die Akte der Gordons aus dem Archiv des Vatikans. Maschinen drin. Der letzte Eintrag ist von 1923. Dort ist die Übergabe des Hüterpostens an Victoria Gordon vermerkt. Ganz vorn in der Akte ist die Kopie eines Briefs von Marcus Gordon. Darin steht, dass der Zugang zum Schattenportal mit einem Altar verschlossen wurde. Die unterirdische Kapelle wurde geweiht und hält die Schatten davon ab, in die Katakomben einzudringen. Ich glaube, jetzt müssen wir in den Keller gehen. Tja, Teppich will sie nie. Telefon. Ja, was steht? Der Stamm, viele der Frauen waren Hüter. Isabella, Emily, Rose, aber auch Marcus, Albert und Durkheim. Von denen gibt es Aufzeichnungen in der Vatikanbibliothek. Ja, guck an, ja. Hauptsächlich Lexika und Biografien über britische Lords. Hier habe ich das Buch über die Hüter gefunden. Ja, ist schon ganz schön unaufgeräumt hier. Eine mächtige Säule. Die Holzverkleidung ist mit Schnitzereien verziert. Eine mächtige... Links Bücherregal? So. Hier gibt es nur britische Literatur. Shakespeare und Co. Die habe ich alle schon durch.
Guck an. Hier gibt es nichts. So, gehen wir mal weiter, Leute. Ich muss erst dringend den Erzbischof sprechen. Ach so. Na, ruf mal einen Kollegen an, hier, du. Ring, ring. Eure Exzellenz, hier spricht Priorin Antolini. Es hat Komplikationen gegeben. Schön. Der Exorzismus ist fehlgeschlagen. Wir... Das Mikrofon geschlürft. Nein, ich glaube nicht, dass es daran lag. Ja. Ja, aber das macht nur Sinn, wenn der Dämon unbekannt ist. Richtig, Eure Exzellenz. Wir haben seine Macht unterschätzt. Vater Frederick ist tot. Er wurde durch den Raum geschleudert. Ich... In Ordnung. Nein, dem Hüter geht es den Umständen entsprechend gut. Ja, Eure Exzellenz. Ich verstehe. Ich denke auch, dass der Ort entscheidend ist. Der Hüter hatte eine Darstellung piktenähnlicher Glyphen bei sich. Dieselben, wie sie auch auf dem Schattenportal eingraviert sind. Genau dahin muss der Dämon zurückgetrieben werden. Ja, in den Black Mirror hinein. Es wird kein Problem sein, bis dorthin zu kommen. Den Dämon selbst drängt es zum Spiegel. Er wird von ihm angezogen, wie ein Magnet. Er wird uns bis dahin keine Schwierigkeiten bereiten. Im Gegenteil, Hüter und Dämon werden schwer auseinanderzuhalten sein. Ja, das ist die andere Seite der Medaille. Aber Eure Exzellenz, dieser Mann ist wahrscheinlich der Einzige, der diese Aufgabe erfüllen kann. Ja. Gibt es denn eine Alternative zum Exorzismus? Selbstverständlich werde ich das... Also gut. Zuerst muss ich den Zugang in die Katakomben unter dem Schloss finden. In den Aufzeichnungen wird eine Kapelle erwähnt, die dort unten zu finden ist. Dort vermute ich den Black Mirror. Ja. Ja, danke, Eure Exzellenz. Danke. Gut, solange Adrian schläft, kann ich schon mal nach dem Eingang suchen. Geheimgänge in alten Gemäuern haben meistens die Eigenschaft, nicht ganz luftdicht versiegelt zu sein. Das könnte mir helfen. So, Teppich mit Streichhölzern. Würde ich mal sagen, ne? Wackel mal die Teppiche ab. Die Flamme brennt gleichmäßig. Der Boden in der Bibliothek, vielleicht verbirgt sich... Okay, also hier ist es nie. Ich muss wohl überall hier irgendwelche Streichhölzchen anzünden oder was. Guck an. Hätte ich mir ein bisschen mehr vorgestellt. Hier. Na also... Die Flamme flackert an dieser Stelle. Hier gibt es einen Luftzug und der Raum hier hat keine Fenster. Ich vermute, hinter der Säule oder in der Säule befindet sich ein Hohlraum. Nur, wie komme ich da rein? Warum bin ich nicht früher darauf gekommen? Diese Tafel hier lässt sich abnehmen. Aha. Dahinter befindet sich eine Metallwand. Und hier gibt es noch ein seltsam geformtes Loch. Ein Schlüsselloch, tipp ich mal. Guck rein. Gott. Das Loch hat die Form eines Zahnrads. Ein normaler Schlüssel passt hier auf keinen Fall. Na gut. Im ersten Teil von Black Mirror, im alten Spiel, da gab es ja... Da war ja so ein schönes Tor, das war im Keller, ist einfach im Keller runtergegangen und fertig aus. Jetzt müssen sie hier noch einen Gang reinbasteln im Spiel. Naja, wenn sie ein bisschen besser machen können. Ja, nimm mal den Dolch, stecken rein. Mit dem Dolch werde ich die Geheimtür nicht öffnen können. Na, guck dir das scheiß Ding an, hier ist eine Schraube, mach das Ding auf. Stell dich mal nicht so an, Tante. Naja, jetzt suchen wir einen Schlüssel, ne? So, gehen wir mal hoch und schauen mal, wie es hier unseren
Hier, warte, hier, da haben wir doch noch hier die Schmuckkiste. Lady Victoria war immer sehr aufmerksam, wenn ich im Raum war. Ich hatte kaum Gelegenheit, mich hier umzusehen. Sie wird es jetzt verstehen. Ja, Schmuckkästchen. Hier ist nur Schmuck drin. Zwei Halsketten, ein paar Ohrringe und Ringe. Alles aus Silber und sehr stilvoll. Ja, hier muss auch ein Schlüssel drin sein. Huch. Huch. Das Schmuckkästchen wiegt mindestens 5 Kilo. Und was ist das? Auf der Unterseite ist noch sowas wie eine Klappe, aber wie bekomme ich die auf? Ich kann kein Schlüsselloch oder irgendwas in der Art entdecken. Mach das Ding da kaputt. Ich werde es Adrian zeigen, sobald er wieder wach ist. Vielleicht kennt er sich damit aus. Durch Kiste und auf. Die Schatulle ist zu massiv. Da würde der Dolch nur abbrechen. Kackdolch hast du. Obwohl es Victoria in ihren letzten Tagen schon sehr schlecht ging, hat sie trotzdem immer noch viel Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild gelegt. Gern. Victoria, die Gute. Das sind alles Dinge, die Victoria sehr am Herzen lagen. Für mich ist jedoch nichts von Interesse dabei. So, Gemälde. Das Bild einer wunderschönen Frau. Ich nehme an, es ist Maria. Könnte eigentlich so ein Gemälde von da überhaupt existieren? Ist ja auch schon seit 700 Jahren tot. Es ist ein bisschen weit hergeholt. Die Geräte habe ich ja ganz vergessen. Sobald das alles hier vorbei ist, werde ich sie abholen lassen. Moment. Hier liegt noch eine Spritze mit Adrenalin. Ich nehme es mit, nur für den Notfall. Na guck an, was sie so alles mitnehmen kann. So, Ankleideraum. Victorias Ankleideraum. Der einzige Bereich in diesem Zimmer, in dem ich mich umsehen konnte. Allerdings vergeblich. Es gibt dort wirklich nur Klamotten. Naja, gut. Ich denke mal, wir sind hier fertig. Victorias Schmuckkästchen. Okay, hier kommt's nicht weiter. Ah, hier! Adrian. Adrian, guten Morgen. Oh, wie verkatert. Oh, was ist denn passiert? Du bist während des Exorzismus plötzlich bewusstlos geworden. Hat es denn funktioniert? Ist Mordred weg? Was ist mit meinen Augen? Sind sie immer noch schwarz? Es gab ein paar Komplikationen. Ah, dann hat es nicht funktioniert. Leider nicht. Mord scheint sich allein mit Gebeten nicht austreiben zu lassen. Hat's ein Bocher zerrissen. Seltsam. Dabei klappt das im Film doch immer. Vielleicht war es das falsche Drehbuch. Die Bibel, ja. Deine Augen sind wieder normal. Zumindest im Moment. Ich befürchte aber, dass das nicht lange so bleiben wird. Nimm deine Medizin, Junge. Wieso bin ich im Schloss? Ich dachte, ich wäre hier nicht sicher. Das stimmt, aber ich hatte keine andere Möglichkeit. Edward hat mir geholfen, dich herzubringen. Edward? Und wo ist Vater Frederick? Er ist noch in der Kirche. Wir gehen später wieder zu ihm. Vater Frederick ist ausgestiegen. Mordreds Macht war zu viel für ihn. Wir müssen uns beeilen, wenn wir dich noch retten wollen. Worauf warten wir dann noch? Ich fühle mich fast gut. Auf jeden Fall bereit für den Endspurt. Ich glaube, Mordred hatte Kontrolle übernommen und spielt jetzt so ein bisschen Adrian. Ich habe noch eine andere Idee, wie wir Mordred loswerden können. Dazu müssen wir aber zum Black Mirror, dorthin, wo der Fluch begann. Wo alles begann. Genau das hat Victoria zu mir gesagt. Kurz bevor sie starb. Ich soll dorthin, wo alles begann. Nur habe ich keine Ahnung, wo das ist und wie ich dorthin komme. Ich habe etwas Interessantes in der Bibliothek entdeckt. Ich denke, es ist eine Art Geheimtür zu den Katakomben. Eine Geheimtür in der Bibliothek? Guck rein.
Soll ich raten? Sie ist fest verschlossen und du hast keine Ahnung, wie man sie öffnet. Ich habe gehofft, du könntest mir helfen. Wieso nicht? Ich habe ja sonst nichts vor. Ey, hier. Wir können wechseln. So. Hast du vielleicht eine Ahnung, wie man das aufbekommt? Ich meine das Geheimfach auf der Unterseite. Scheint ein sehr komplizierter Mechanismus zu sein. Pardon. Easy. Naja. So geht's natürlich auch. Ein goldener Schwertgriff aus Victorias Schmuckkästchen. Er ist mit 4 Edelsteinen, wahrscheinlich Rubinen, verziert. Es gibt noch eine 5. Fassung, aber dort scheint der Stein zu fehlen. Im Moment gibt es nichts mit. Sie brauchen noch einen Edelstein, oder was? Haben wir ja auch nichts. Na ja, gut. Also, wie, wie wir es hier sehen, ist dieser Schwertgriff mit Edelsteinen verziert. Aber Problem ist, dass da ein Edelstein fehlt. So, was haben wir denn hier? Im Schrank? Ich klicke zu viel. Ja. Okay, hier ist nichts, hier ist nichts, hier. Nur hier. Nichts. Nichts. Naja, gut. Wo steht der Eltern hier rum? Zur Halle. Tür. Zack. Kisten. Als ich hierher gekommen bin, war dieser Raum unbenutzt. Ich habe alles noch Brauchbare hier reinbringen lassen. So. Was ist mit dem Brauchbaren? Gemälde verraten viel über die Zeit, in der sie gemalt wurden. Diese hier sind zum Glück durch den Brand nicht so stark beschädigt. Okay. Ich glaube, hier ist nichts weiter. Ja, gut. Pferde mochte ich nicht mal als Mädchen. Kleine Tiere sind mir lieber. Ein schlichter Marmorsockel gefällt mir fast besser als die Skulptur darauf. Na, guck an. Greg wollte die Standuhr reparieren, aber dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Eine Statue der Jungfrau Maria. Sie wird für ihre Demut und ihren festen Glauben an Gott verehrt. Mhm. Hier sind nur Victorias Unterlagen. Kontoauszüge, Rechnungen und so weiter. Die sind nicht hilfreich. Nein. Schwarzschimmel. Laut Greg kommt der vom Löschwasser, das einen hervorragenden Nährboden für Schimmelpilze bietet, wenn es erst in die Wände gezogen ist. Ja, nun? Schwarzschimmel. Ah, ja. Kratz mal die Scheiße weg. Was hat's denn mit dem Schimmel auf sich? Seit wir in diesem Schloss sind, ist diese Gammelstelle hier an der Wand. Wir können da nichts damit anstellen. Na gut. Sehr gut. Geh mal in die Bibliothek, gucken mal, ob da wir da irgendwas machen können mit unserem Schwertgriff. Der Schwertgriff passt ganz ausgezeichnet, aber es passiert nichts. So, wir brauchen da noch irgendwas. Wie sieht's denn hier aus? Haben wir jetzt mit dem Adrian da mehr Möglichkeiten, um zu gehen und durchzusuchen? Jede Menge Fotos meiner Familie mit einem Grablicht davor. Und was haben wir da noch? Eine Zange. Ja, die nehme ich mit. Und die Kerze auch.
Den Rest brauche ich gerade nicht. Ach so. Also können wir jetzt schön das Zeug einsammeln. Und wenn wir da nicht weiter wissen, einfach wechseln. Sozusagen haben wir da gleich mal doppelt so viel zu tun, weil davor war es ja eigentlich nur ein Punkt von Interesse, so Point of Interest, wie man es sagt. Jetzt sind es zwei. Weil man muss ja das doppelt machen, weil man ja jetzt zwei Protagonisten hat. Hab ich ein Seil? Ein Seil. Mindestens 20 Meter lang. Dafür nicht besonders dick. Um sich zu erhängen, würde es nicht reichen. So. Der Globus ist aus Metall. Okay, hier nichts Neues. Ein riesiger Steinblock mit einem... Ah, Sieg denkt, das Gewechsel wird noch ziemlich nervig. Sehr gut. Na, das könnte, ja, wie gesagt, das wird ein bisschen aufwendig, glaube ich. Man muss ja alles doppelt und dreifach angucken. Kneifzange. Wir müssen hier noch was erledigen. Ich habe mich da, bevor ich da dann die anderen Kapitel geschnitten habe, die wir schon gespielt haben, da habe ich mir in den Arsch gebissen, weil, oder wollte ich mir richtig hier metaphorisch in die Arsch speisen, weil wir haben in den davorigen Kapitel, im Kapitel 5, haben wir nicht die Karte der Wahrsagerin genommen und die nicht angerufen. Das hätten... Ich weiß ja nicht, was die da gesagt hätte. Mal sehen. Hallo, Madame Fortuna. Adrian, ich wusste, Sie rufen wieder an. Das sagen Sie alle. Wer sonst? Ziehen Sie eine Karte. Stopp. Ich habe die Karte des Todes gezogen. Das ist nicht gut. Warum wundert mich das jetzt nicht? Adrian, machen Sie sich keine Sorgen. Der Tod bedeutet, dass Sie sich von alten Bindungen lösen werden. Sie werden eine Transformation erleben. Das ist ja mein Problem. Na, das muntert mich jetzt sehr auf. Und ich sehe den Tod. Oh nein. Ein Gewitter. Ein Blitz fährt auf Sie hernieder. Stopp. Nochmal die Karte des Todes. Adrian, die Karten korrigieren mich. Ich sehe eine Sintflut, die sie ersticken wird. Ach nein, noch eine Todeskarte. Adrian, ich sehe... Was sehen Sie denn? Dunkelheit. Sie werden von der Dunkelheit verschlungen. Oh nein. Wie viele Todeskarten haben Sie eigentlich in Ihrem Spiel? Die Hälfte davon. Nur eine. Oh, ich habe hier mehrere Tarots durcheinander gebracht. Das muss gestern passiert sein. Oh, entschuldigen Sie, Adrian. Ich muss dringend jemanden zurückrufen. Ich glaube, das sieht schlecht aus für uns. Da brauchen wir wohl den richtigen Schlüssel. Keine Ahnung, was hier reinpassen soll. So, ja. Der Stammbaum meiner Familie. Ja, geh mal hin. Der Stammbaum. Ich hab da mal... Wie gesagt, nach diesem Spiel, dann wollte ich... Hab ich mir gedacht, wir spielen dann noch das neueste Black Mirror-Teil. Und ich hab da mal geguckt mit den Haupt... Figur und alles, wie das zusammenpasst, und mir ist aufgefallen, dass da in den neuen Black Mirror Teil der Name nicht einmal auf den Stammbaum vom dritten Teil drauf steht. Also von daher ist das eine komische Parallelwelt,
in der Black Mirror Geschichte, die uns das sehr verwundert. Ja, nicht so viel Sinn ergeben soll oder es geben wird. Aber wie schon gesagt, wir müssen uns da überraschen lassen. Das ist alles so noch Third Person und so ein Spaß. Das geht mir ja schon wieder auf den Nerven. Der Eimer ist bis zur Hälfte mit einem weißen Salz gefüllt? Streusalz. Hier, nimm Streusalz. Ich nehme mir eine Handvoll Streusalz mit. Ah. Falls ich mal einer Oma über eine gefrorene Straße helfen muss. Na gut. Kann ich das jetzt benutzen? Alles gezeichnet. Es ist zu dunkel dort unten. Ich sollte Licht besorgen. Na, guck an. Ein Licht für die Tour. Haben wir doch unser Licht. Endlich. Nach 5 Kapiteln. Nein, bringt die doch nichts. Ich dachte, ich kann ja schön ausleuchten da unten mit meiner. Ah, es geht doch. So. Ja, hier. Strahler. Ein Baustrahler, wie sie überall im Schloss stehen. Nur ohne Strom. Das machen wir doch jetzt easy. So, jetzt habe ich unten die Möglichkeit, etwas anzuschließen. Jetzt hängt das Stromkabel runter. Ah, hier Verlängerungskabel und hier ist ein anderes Kabel. Hier ist das Ende des Verlängerungskabels. Ja, das und jetzt der Strahler. Easy. Und jetzt müsste ja das Licht funktionieren. Energie. Perfekt. Ja. Lieber ein Grablicht als gar keine Erleuchtung. Auch wahr. Mit drunter hängt ein Stromkabel, habe ich so irgendwie. Ich speichere da erstmal. Okay. Von der Decke baumelt ein dickes Stromkabel knapp über einer Pfütze mit Wasser. Greg hatte recht. Ungefährlich ist das hier nicht. Wenn ich kein Ex-Physikstudent wäre, würde ich... Das Kabelende hängt jetzt direkt im Wasser. Die meinen die Pfütze rein. Unter den Pfützen sind eigentlich Abflüsse. Aber die riesigen Mengen an Löschwasser hat die Kanalisation wohl nicht verkraftet. Das Wasser fließt nicht mehr ab. Unter den Pfützen. Komm mal das Salz rein. Ist das jetzt schlau oder doof? Auf Pfeffer und Rosmarin verzichte ich. Die Pfütze ist jetzt richtig schön gesalzen. Es hat auf jeden Fall irgendwas gebracht. Leer. Ich vermute mal, hier hat man früher Wein oder Bier gelagert. Die Zeiten sind aber schon lange vorbei. So. Kisten mit leeren Weinflaschen. Falls es ein Leben nach Mordred für mich geben sollte, werde ich das Schloss gründlich aufräumen und das ganze Zeug wegschmeißen. Beziehungsweise ich werde Edward damit beauftragen. Ja, ja. Das Zeug geerbt ein paar Tage vorher und jetzt kläre ich ihn auf... Edepedede Schloss hermachen. Ein Regal mit Weinflaschen. So viel ich erkennen kann, sind die alle noch voll. Jahrgang 1953. Entweder die sind extrem wertvoll oder schon lange schlecht. Keine Ahnung. Du. So, wir haben hier unsere Pfütze mit Strom. Unter den Pfützen sind eigentlich Abflüsse. Ja, was ist denn nur? Strom, Gitter... Muss ein ziemlich schwerer Wassereimer sein, wenn man dafür so eine Kette braucht.
Ich glaube nicht, dass die Pumpe Metallketten ansaugt. Keller werden meistens als Endlager für alle Arten von Sperrmüll genutzt. Selbst in englischen Schlössern ist es nicht anders. Auf den ersten Blick ist nichts Nützliches dabei. Auf den zweiten Blick auch nicht. Es ist kein Wasser im Brunnen. Zumindest nicht, soweit ich schauen kann. Schon seltsam. Ein trockener Brunnen mitten in einem überfluteten Keller. Es ist kein Wasser im Brunnen. Schon seltsam. Um den Brunnen herum liegen Metallgitter. Keine Ahnung, wozu die gut sein sollen. Um den Brunnen herum liegen mit... Das ist wohl die Wasserpumpe, mit dem sie das Löschwasser abgepumpt haben. Ein richtiges Ungetüm und uralt. Wundert mich, dass das Ding überhaupt noch funktioniert. Naja, guck an. Jetzt haben wir einen Eintrag in unserem Buch oben gesehen. Gucken wir uns mal alles an und dann schauen wir mal, was wir machen können. Drahtseil hier und so. Rohre. Keine Ahnung, was das für Rohre sind. Ich vermute mal Wasser oder Abwasser. Das Drahtseil ist fest um die Rohre gewickelt. Ich schätze, es diente als Erdung für die Wasserpumpe. Was kann ich denn das Ding überhaupt? Unten. Oder hier? Stromanschluss. Was ist denn hier? Gucken wir mal! Ich denke, das ist der Stromanschluss für die Wasserpumpe. Damals gab es wohl noch keine Stecker. Da ist ja nur ein Pol. Funktioniert das Ding etwa mit Gleichstrom? Dann ist das da bei den Rohren gar keine Erdung, sondern wahrscheinlich der zweite Pol. Das Stromkabel hängt jetzt durch das Gitter hindurch ins Wasser. So. Dann das Kabel in... zur Wasserpumpe? Ich stecke das Kabel in die Klemme an der Pumpe. Wenn es ja Gleichstrom ist, dann müsste das ja schon ausreichen. Aber was soll denn das wegpumpen hier? Da brauchen wir ja noch irgendwie Schläuche oder so. Ja, das sehen wir mal. Damit kann man die Pumpe ein- und ausschalten. Sogar die Drehrichtung und Geschwindigkeit kann man einstellen. Ich kann mir damit theoretisch den Keller auch langsam oder schnell wieder vollpumpen. Leerpumpen, bitte. Da tut sich nichts. Recht übersichtlich gebaut. Ach, Hommage. Rechts der Motor, links die Pumpvorrichtung. Die beiden sind mit einer langen Welle verbunden. Die Innereien einer Wasserpumpe. So, dann machen wir hier die Kette um die Welle und dann können wir ja schon was hoch oder runter lassen. Wenn ich die Kette um die Antriebswelle wickle, könnte ich die Wasserpumpe als Seilwinde gebrauchen. Ja, das geht ja eigentlich relativ. Machen Fortschritt. Ich hoffe, der Motor ist stark genug. So, und nun? Da tut sich nichts. Geht immer noch so Strom. Naja, gut. Gut, hier hinten ging es ja auch nochmal um die Ecke rum, also schauen wir da erstmal nach, was da ist. Dort hinten liegen nur kaputte Kisten und Fässer. Geh da hin! Ich schätze mal, das ist der Hauptschalter für den Strom im Keller. Wer braucht schon Sicherungen, wenn er so einen großen Hebel hat? Ganz genau. Ich speichere nochmal. Nicht, dass ich dann hier durch so eine doofe Spitze renne. Da bin ich tot. So. Der Strom ist an. Ich sollte aufpassen, wo ich hintrete und was ich anfasse. Wir probieren das jetzt mal. Unter den Pfützen sind eigentlich Abflüsse. Aber die riesigen Mengen an... Geh mal hier ins Wasser.
Ich dachte, du fällst jetzt tot um oder so. Greif mal hier das Gitter an. Mach mal was. Krieg mal einen Stromschlag. Aha. Weiter kann ich die Kette nicht aufwickeln. Etwas blockiert. Was treibst du denn die ganze Zeit? Ich bin im Keller. Was machst denn du hier? Ich bin beeindruckt. Valentina? Ja? Der Raum, in dem Mordred auf mich übergegangen ist. Wissen Sie darüber etwas? Was für ein Raum war das? Pardon. Eine Art Ritualraum. Überall Totenschädel. Ein Thron. In der alten Akademie hat man einen Ritualraum untersucht. Doch sämtliche Aufzeichnungen gingen bei einem Brand um 1512 verloren. Und damit das Wissen um ihn. Also, nein, ich weiß noch weniger darüber als Sie. Was ist dieser Black Mirror nun eigentlich? Wir nehmen an, es handelt sich um ein Portal. Wohin? Und wohin führt es? Das weiß niemand so genau. Und es zu erforschen, ist gefährlich. Mordred hat es versucht und ist dem Black Mirror verfallen. Laut Papst Innozenz soll es das Christentum in seinen Grundfesten erschüttern. Was wir sicher wissen, ist, dass es älter ist als alles, was es sonst auf der Erde gibt. Ich dachte, es wurde vielleicht von heidnischen Druiden erbaut oder so. Es ist noch viel, viel älter. Die Druiden benutzen es für Zeremonien, das ja, aber sie haben es definitiv nicht erbaut. Es steht dort seit Anbeginn der Zeit. So heißt es. Verdammte Scheiße, und was ist es nun? Wir können nur Vermutungen anstellen. Der Spiegel zieht das Böse an. Oder wie soll ich sagen, saugt es auf. Alten druidischen Schriften nach gab es immer wieder Menschenopfer. Der Altartisch vor dem Black Mirror Portal soll schon damals von jahrhundertealtem Blut getränkt gewesen sein. Die Seele des Opfers wird in den Spiegel gezogen. Aber nur, wenn sie absolut böse ist. Die Seele eines guten Menschen findet keinen Eintritt in den Spiegel. Er scheint so etwas zu sein wie... Das Tor zur Hölle vielleicht? Ja und nein. Nicht nur ein Tor, wirklich auch ein Spiegel. Ein Blick hinein verrät das Innerste. Er spiegelt die Seele wieder, für jeden sichtbar. Was wohl der Papst sehen würde, wenn er da reinguckt. Und die ganzen Würdenträger der Welt. Kein Wunder, dass der Zugang bewacht werden muss. Aber die Zeiten haben sich geändert. Wieso sehen wir uns das Ding nicht einfach mal an? Hm? Rein wissenschaftlich, meine ich. Das Böse kann auch aus dem Spiegel ausbrechen. Schöne Scheiße. Es wirkt hinaus. Sie spüren doch selbst seine Macht. Wer empfänglich ist, wird zum Bösen verleitet. Deshalb ist das Leben im Schloss so gefährlich. Es steht genau im Wirkungsbereich. Mordred wurde verändert. Der Funken Bosheit, der immer schon in ihm glomm, wurde zum lodernden Feuer entfacht. Er hat alles daran gesetzt, die Öffnung des Portals zu erwirken. Gerüchte sagen, dass er den Mechanismus fast gefunden hatte. Irgendjemand hinterlässt mir seltsame Botschaften mit Hütertugenden. Sie wissen nicht zufällig etwas darüber? Die habe ich geschrieben. Es waren Prüfungen, um herauszufinden, ob sie trotz des Fluches der nächste Hüter werden können. Ich bin davon ausgegangen, dass es außer Victoria nur noch Angelina gibt. Die war aber nirgends zu finden. Die Zeit wurde knapp. Victoria lag im Sterben. Sie war die letzte Hüterin. Es musste gehandelt werden. Als wir hörten, dass sie behaupteten, ein Gordon und unschuldig zu sein, änderte der Vatikan seinen Plan. Wir mussten sichergehen, dass sie immer noch eine reine Seele haben. Und sie haben die Prüfungen alle bestanden. Aber sie waren doch gar nicht da. Stimmt. Ich war nicht da. Alles klar, Miss Undercover. Ich glaube, wir brauchen noch etwas, damit der Schwertgriff hier funktioniert. Es funktioniert nicht.
Meinst du, es liegt an dem fehlenden Edelstein? Ja, wo kriegen wir den her? Fragt sich nur, wo dieser Stein ist. Er kann überall sein, auch seit Jahrhunderten verschollen. Das glaube ich nicht. Wenn der Schlüssel schon seit Ewigkeiten kaputt ist, warum hat ihn Victoria dann versteckt? Nein, ich denke, es ist Absicht, dass der Stein fehlt. Eine zusätzliche Sicherung. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Aber wo sollen wir anfangen zu suchen? Hat Victoria dir irgendetwas gegeben, bevor sie starb? Ein Familienerbstück? Schmuck? Einen Siegelring? Nö. Mir nicht. Aber Angelina. Was? Ihr Armband, sie hat es mir gezeigt. Ja, ich erinnere mich ganz genau. Dort waren auch Rubine dran. Vielleicht brauchen wir einen davon. Und wo ist dieses Armband jetzt? Im Asservatenschrank der Polizei. Dann hol es. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Na ja, gut. Was auch immer da an der Kette hängt, ich kann es von hier aus nicht sehen. Der Brunnen ist tiefer als gedacht. So. Wir haben jetzt hier so einen komischen Aufzug. Im Keller. Und unsere nächste Aufgabe ist dann so froh, dass wir da in die Stadt rennen. Da ist ein Armband holen. Da kommt die gleich von oben runtergerannt und sagt, ja, du musst da mal das Armband holen. Das ist ja schon mal schön. Was hier bei dem Brunnen ist, keine Ahnung. Da hängt da irgendwas dran und ich kann da nichts machen, oder wie? Was auch immer da an der Kette hängt, ich kann es von hier aus nicht sehen. Der Brunnen ist... Ja. Seil? Nee, das Seil ist viel zu dünn, um es zum Klettern. Warum denn sonst zum Klettern? So. Ich hab doch keine Ahnung, ja. So Hebel. Bisher funktioniert alles wunderbar. Kein Grund, den Strom abzustellen. Ja, hier ging doch ja Strom durchs Wasser. In den Brunnen. Etwas blockiert die Kette. Sie lässt sich nicht weiter hochziehen. Ja, und nu? Keine Ahnung. Kette. Gut. Meine improvisierte Kettenwinde. Etwas blockiert die Kette. Na gut. Können wir erstmal nichts machen, Leute. Dann gehen wir mal in die Stadt. Wir haben jetzt 5 Euro zum Hingehen. Kirche. Gucken mal nach dem Pfarrer, ob der wirklich so tot ist. Wir sind ja ein bisschen unwissend jetzt, da war ja. Gar nicht so richtig wissen, was los war. Soll ich aufpassen vor Blitzen? Das ist das Grab von Sally. Sie wurde ermordet. Das ist das Grab von Sally. Oder irgendwas braucht man den Korb? Nee. Seitentür. Friedhof. Übersetzt steht hier: Siehe das Lamm Gottes, das. Naja, hätte Vorratkette. So, hier. Es regnet ja wieder hier. Hallo? Hallo. Keiner da. Niemand hier? So. Keine Chance. Das ist auch zu... Die mögen mich nie. Puh. Ey! Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Jemand hat die Tür eingeschlagen. Wie es aussieht mit einer Axt. Boah! Der Mörder! Ein Mörder ist unterwegs. Fuck! Sieht aus, als wäre Tom hier gewesen. Und nun?
Verdammte Scheiße. Es gibt Dinge, die möchte man einfach nicht sehen. Ich verschwinde besser von hier. Hat er jetzt einen Rolf umgenietet oder was? Ich speichere mal lieber. Nein. Was? Nein. Nein. Ich habe genug gesehen. Der hat ja nicht mal gesagt, was da los ist. Mensch, wir wollen doch hier den Grusel und den Schrecken ins Auge schauen. So, hier. Was geht denn hier ab? Ralf? Bist du das? Ralf? Ich hab nur mit ihm gespielt. Ralf, was ist passiert? Höre ich jetzt die Toten oder war das wirklich Ralf? Was geht denn hier los? Ach du Scheiße. Briefkasten. Sonnenbrille. Eine Sonnenbrille? Die ist sicher von Edward. Ein Regenschirm wäre mir im Moment zwar lieber, aber was ist? Ein leerer Briefkasten. Eine Sonnenbrille. Vermutlich von Edward wegen meiner schwarzen Augen. Es geht mir ab. Oh, shit. Ist hier irgendwas? Nee. Können wir uns das noch hingehen? Hier wollen wir. Können wir hier auch nichts machen mit der Kiste? Hier, ja, Auto. Phil ist tot. Der Tank ist das Schicksal des Autos. Spooner hat abgeschlossen. Hier haben wir also auch nichts mehr zu sehen. Hier, zack, zack, zack. Zum Wald. Hier haben wir ja eigentlich auch nichts mehr zu. Nein, da gehe ich lieber bei Tageslicht. Ach, hier waren wir ja schon. Gut. Gottes Palace. Irgendwelche Informationen hier. Es geht dort einige Stufen nach unten. Sie führen hinter das Hotel. Nacht sieht man. Okay. Nein. Es ist besser für Murray unten. Na, also Murray möchten wir auch nicht. Sicher kein Krieg. Ja, gut, Leute. Das ist doch nur ab nach Willow Creek. Wir sollten da mit unserer Ärztin reden, oder? So wie ich aussehe, möchte ich Joyce nicht gegenübertreten. Sie hat immer an das Gute in mir geglaubt. Ich will ihren Glauben nicht erschüttern. Eine Sonnenbrille. Um diese Uhrzeit hat das Museum. Hat er jetzt so schwarze Augen oder nicht? Seltsam. So ruhig war es hier noch nie. Der Pub hat zu. Der Besitzer ist auf der Flucht. Ja? Was ist denn da los? Kaffee. Geschäftsbedingt geschlossen. Geschäftsbedingt. Der Laden hat schon geschlossen. Adrian! So, was ist denn hier los?
Es ist geschafft. Der Fall ist durch. Ich konnte den Richter mit diesem Brief von Angelina vollständig überzeugen. Sehr gut. Eine gute Nachricht. Sehr, sehr gut. Viel mehr als das. Und? Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Irgendwelche Neuigkeiten im Fall Tom? Keine. Dieser Mistkerl hat sich aus dem Staub gemacht. Selbst Bobby hat ihn nicht mehr gesehen. Wäre es Ihrer Versetzung denn zuträglich, wenn Sie ihn finden? Was für eine Frage. Natürlich wäre es das. Je schneller, desto... Hey, du hast doch nicht etwa... Wenn es aufhört zu regnen, würde ich mir an Ihrer Stelle die Hütte im Wald bei Warmhill mal etwas genauer ansehen. Hast du eine Hütte im Wald, oder du was? Du hast tatsächlich sein Versteck gefunden. Falls dir dein Schloss zu langweilig werden sollte, ich könnte einen guten Constable brauchen. Danke, aber ich bin zu größeren Berufen. Schön den Constable gedisst, ja, ja, ich brauch mal einen richtigen, oder was drauf hat, ja. Gottes Willen. Jetzt, wo der Fall aufgeklärt ist, werden die ganzen Beweisstücke doch nicht mehr gebraucht, oder? Theoretisch nicht mehr, nein. Dann wäre es auch kein Problem, wenn ich das Armband wieder bekäme. Sie wissen schon, ein Familienerbstück. Ich kümmere mich drum. Danke. Zack! Mhm. Also, das heißt, wir gehen einfach rein und sagen, hier, wir brauchen mal ein Beweisstück. Und das ist alles kein Problem. Sofort ausgehändigt, wie als neuer Landfürst. Wie sieht's mit Ihrer Versetzung aus? Die liegt jetzt auf dem Tisch meines Chefs. Und wie ich den kenne, lässt er mich noch eine Weile zappeln. Aber früher oder später ist die Sache durch. Wiedersehen. Wohlan, Milord. Hi, Constable. Der Herr Gordon. Das Café hat dicht gemacht? Da haben Sie heute Morgen richtig was verpasst. Angeblich hat Edward gekündigt. Gab ein Riesengezeter zwischen ihm und Denise. Naja, war ja vorauszusehen. Auf Wiedersehen, Constable. Freiwillig gehe ich da nicht mehr ran. Zu. Das Armband ist ein altes Familienerbstück. Es ist aus Silber und mit Rubinen verziert. So, nehmen wir das Ding mal auseinander, oder? Zack, hier mit der Zange, schön. Auseinander. Ein Rubin reicht. Auseinander nehmen. Na gut, hätten wir es doch schon, oder? So, Schlosshalle Valentina. Wieder hin. Ist sie noch im Keller? Valentina. Tücher. Eine Wasserpumpe. Die Handwerker haben sie mitgebracht, um den Keller auszupumpen. Eigentlich war das Ding nur für eine Woche gemietet. Ich weiß nicht, wie man die Maschine bedient. Und ich... Okay. Die Kanalisation unter vor 3 Wochen ohne Taucher aus. Okay. Komm, geh die Treppe hoch. Und dann werden wir sehen. So, haben wir unseren Adrian das Teil gegeben. Jetzt kann der da das ein bisschen unlame das Ding wieder reparieren. Passt exakt in die Fassung am Schwertgriff. Jetzt machen wir das Ding mal auf. Hier, du. Zack. Und los geht's. Hier ist eine Wendeltreppe. Ich kann nicht erkennen, wie weit sie nach unten führt. Es dürften aber schon ein paar Stockwerke sein. Ladies first. Hast du Angst? Oder übst du deine Rolle als Schlossherr? Der Hüter darf nicht sterben, das waren deine Worte. Ich gehe nur auf Nummer sicher. Hast du Angst, da runter zu rutschen, oder was? Das sollen die Katakomben sein? Sieht wie die Kanalisation aus. Nur Geduld. Das hier ist erst der Anfang.
Oh Mist. Und ich dachte, ich hätte den Stöpsel aus der Wanne gezogen. Ja, das Ganze hier könnte eine Art Zisterne sein. Das Regenwasser, das sich rund um das Schloss ansammelt, wird hier zusammengeführt und... Pardon. Nein, es muss irgendwo auch einen Abfluss geben. Ja, hier ist ein Symbol an der Wand. Wenn wir die Symbole finden, dann Zeugs zusammenbasteln und dann können wir den Aufzug benutzen. Würde ich jetzt mal sagen. Hier sind, ich glaube, das soll ein Haus sein. Oder eine Hütte. Ich glaube, das soll ein Haus sein. Ein Vogelrelief. Das ist das Haus in einem Kreis. Diese Variation ist mir neu. Könnte auf einen Familienbesitz oder Erbe hindeuten. Das Haus in Verbindung mit der Amphore. Das könnte ein Lager bedeuten. Amphoren waren damals das, was heute Fässer sind. Das Haus in Verbindung mit... Eine frühe Variante der Fackel und... Dieses Zeichen habe ich noch nie gesehen. Ein Vogel bedeutet meistens den Tod einer Person. Dazu passend haben wir hier auch einen Kopf. Von wem auch immer. Der Fisch ist das Symbol für den ersten Tag nach Neumond. Zusammen mit der Hand? Das macht keinen Sinn. In den ganzen Kanälen steht das Wasser. Vielleicht ist irgendwo ein Abfluss verstopft. Ich bezweifle, dass in dem Käfig Leute eingesperrt werden sollen. Er muss für etwas anderes gedacht sein. Na, Aufzug, ne? Zu... Die schönen alten Lampen, war ja seit hunderten von Jahren natürlich keiner hier unten gewesen, aber brennt ja das Licht hier. Es sieht schön aus, muss ich schon sagen, aber trotzdem. Symbole. Kann ich da irgendwas mit Symbolen machen? Oder ja, hier irgendwas. Wie sieht's denn hier aus? Mit dem Keller. Von dort muss es in den Katakomben geben. Zumindest die ganzen Symbole darauf hin. Es gibt eine Art Käfig oder Fahrstuhl in den Kanalisationen. Das könnte der Weg in die Katakomben sein. Lassen wir das Ding wieder nach unten, oder wie? Ja, guck mal in den Käfig rein. In dem Ambiente hier kann das nur ein Whirlpool sein. Boah, das Wasser steht wohl schon eine ganze Weile. Ich nehme an, es sind die Reste vom Löschwasser. Zumindest ist es kein normales Abwasser. Na du hier. Was zum Henker macht ein Käfig hier mitten in den Katakomben? Na, geh mal rein und dann oben schalten wir das Ding an und dann machen wir erstmal ein bisschen Waterboarding. Speichern erst. Ich seh's schon kommen. Da geht man noch hops. Kann ich wieder von irgendwo von vorne anfangen. Ja, du gehst rein. Ein Schwimmbecken für Kellergeister? Ich verstehe nicht. Ich bezweifle, dass in dem Käfig Leute eingesperrt werden sollen. Okay. Zu wissen, hier könnte ich unliebsame Gäste einsperren. Ich hätte mir wohl doch besser ein Hotelzimmer nehmen sollen. Na hier, dann macht er Angelina rein. Macht hier so ein bisschen... Valentina. Macht hier so ein bisschen...
Cage-Tänzerin oder so, ja. So, Käfig. Gut, na komm, ja, versuchen das wieder runterzulassen oder so. Ich hab doch keine Ahnung. So, da gehen wir nochmal runter und schauen dann als Adrian hier auf die Symbole. Hier sind ein Haus und ein Krug. Hier sind ein Haus. Hier sind eine Mistgabel. Ein Vogelrelief. Na. Hier sind ein Haus. Ich glaube, das soll ein Haus sein. Oder eine Hütte. Ich glaube, das soll ein Vogelrelief. Hier sind ein Vogel und ein Kopf eingemeißelt. Hier sind eine Mistgabel und eine Blume. An dieser Säule sind ein Fisch und ein... Hier. Käfig. Ja, ist mir schon klar, dass das Wasser weg muss, aber wie? Ich glaube, das soll ein Haus sein. Oder eine Hütte. Ich würde sagen, hier Haus und hier drüben ist der Vogel, zack. Vogel und Haus antatschen oder sowas. Kann man das irgendwie verbinden? Das wird da die zwei Symbole irgendwie angreifen und dann irgendwie umschalten können. Das wäre eigentlich ganz gut. Ne, warte, hier. Kann man hier irgendwas machen. Hier Symbole. Nee. Das ist mir eigentlich ein bisschen suspekt, du hier, ne? Ja, Käfig. Der Tod allein. Adrian? Können wir mit diesen sprechen? Diese Symbole sehen aus wie piktische Glyphen. Eigentlich eine uralte Schriftart, mehr als 6000 Jahre alt. Ich frage mich, was sie an diesen Mauern zu suchen hat. Vielleicht fand einer meiner Vorfahren die Dinger hübsch. Weißt du, was sie bedeuten? Ja, so ungefähr. Aber frag mich nicht, wie man sie ausspricht. So wie es aussieht, befinden wir uns in einer Sackgasse. Das kann doch nicht Sackgasse. Sein. Irgendwo muss es weitergehen. Vielleicht noch ein Geheimgang? Wäre nicht undenkbar. Halt die Augen offen. Okay, da könnte ein Geheimgang irgendwo sein. Ich glaube nicht, dass das ein Käfig im herkömmlichen Sinne ist. Wieso? Es ist doch ein prima Folterinstrument, vor allem mit dem Wasser. Ach so. Das ist deine Vorstellung vom normalen Gebrauch eines Käfigs? Vergiss nicht, ich bin von einem 800 Jahre alten Tyrann besessen. Wenn ich jetzt andersrum frage? Ich wüsste nicht, was ich sie gerade... Okay. Ich glaube, das soll ein Vogelrelief. Irgendwas mit dem Käfig benutzen? Nee. An. Wie sieht's hier aus? Gehen wir mal ein bisschen gucken. Hier ist nichts. Ich doch nochmal in die anderen Keller gehen, das Ding wieder runterlassen. Ist auch nichts. Gegrost. Ja. Der Globus ist aus Metall. Ich sehe keine Schweißnaht. Ein riesiger Steinblock. Dieser schwarze Schimmel breitet sich immer weiter aus.
Das ist auch sehr fort. Na gut. So, Geller. Valentina? Kannst du mich hören? Ja! So. Kann ich das Ding wieder runterlassen oder so? Okay. So. Das Haus in einem Kreis. Diese Variation ist... Was hat die gesagt? Das Haus in einem Kreis. Diese Variation ist mir neu. Könnte auf einen Familienbesitz oder Erbe hindeuten. Gibt es auch irgendwelche anderen Symbole irgendwie im Haus, die ich erst antatschen muss? So. Der Fisch ist das Symbol für den ersten Tag nach Neumond. Zusammen mit der Hand? Das macht keinen Sinn. Ein Vogel bedeutet meistens den Tod einer Person. Dazu passend haben wir hier auch einen Kopf. Von wem auch immer. Eine frühe Variante der Fackel und... Dieses Zeichen habe ich noch nie gesehen. Das Haus in Verbindung mit der Amphore. Der Tod. Hier stehen zwei riesige Wasserbecken. Stammen wohl noch aus der Zeit, als es kein fließend Wasser gab. Okay. Geh mal in den Käfig rein. Wir machen jetzt ein bisschen Waterboarding. Wird bestimmt lustig. So. Ich bezweifle, dass in den Käfig Leute eingesperrt werden sollen. Ah, als Aufzug, wenn da hier die ganze Mühe weg ist. Ich weiß ja nie. Bisher funktioniert alles wunderbar. Unter den Pfützen sind eigentlich Abflüsse. Aber die riesigen Mengen an Löschwasser hat die Kanalisation wohl nicht verkraftet. Das Wasser fließt nicht mehr ab. Ja, ja. Sick. Das siehst du genau richtig, aber wie schon gesagt, das ist immer auch so eine Sache. Ich könnte jetzt immer sofort irgendwie ins nächste, in die nächste Lösung reingucken, aber das kriegen wir auch selber hin. Und dann für später kann ich es auch rausschneiden, wenn ich will. Ich habe hier meine Möglichkeiten, da auch den richtigen Weg zu finden, um die Rätsel zu lösen. Ja? Mehr hat dieses Loch nicht zu bieten. Das weiß ich aber. Na, hier ist jetzt ein Loch auch wieder. Hier noch irgendwas verbinden. Das wird auch irgendwie. Feuer da irgendwie, oder hier unsere kleine Kerze da irgendwie drauflegen. Auf das Ding. Und dann irgendwas jetzt dadurch kriegen. Ich probiere erstmal ein bisschen aus und versuche das Rätsel zu lösen. Ansonsten, wenn ich da immer irgendwelche Lösungen reinschaue, das ist dann auch nicht Sinn und Zweck der Sache. So. Wir versuchen da einfach mal. Irgendwas zu machen. Hm.
Ja, das geht hier nicht. Das geht nicht. So, hier. Scrollen wir doch einfach mal so ein bisschen durch. Käfig. Fessel die mal. Darf ich dich fesseln? Ah, ja, geil. Nein! Das war ein Scherz. Und was machen wir jetzt damit? Hast du eine Idee? Ja, sie haben Interaktion zwischen den Zweien. Ich kann ja immer mal ein bisschen Feedback geben, was wir damit machen können mit dem Zeug. Nee, weiß ich nicht. Kommt es ja nach und nach schon zu den richtigen Personen. Okay, vielleicht können wir dann als Angelina dann Mädchen was geben. So. So. Nein, wir haben jetzt wichtigere Dinge zu erledigen. Adrian kann das später immer noch lesen. Ah, habt ihr doch nicht so. Ja, Bibel. Wir müssen, auch wenn er es bitter nötig hätte. Jetzt ist dafür keine Zeit. Wir müssen Zeit. Über Jesus reden. Das ist wichtig. So, stecht ihn noch eine Adrenalinspritze in den Arsch und dann geht das. Angelina, können wir da irgendwo anders hingehen? Können wir da überhaupt vielleicht in die Kirche gehen oder sowas? So physisch. Draußen regnet es in Strömen. Ich bleibe lieber im Schloss. Das Adelswappen der Familie Gordon. Ein Wappenschild mit blauem Grund und 5 goldenen Lilien. Ich wollte, dass der Schutt in der Halle gelagert wird, damit sich die Jugendlichen, die sich manchmal am Schloss treffen, nicht verletzen. Ich habe aber nicht daran gedacht, dass es so viel werden könnte. Ich sehe keine Möglichkeit, durch diese Tür zu kommen. Im Keller waren noch alte Fliesen gelagert. Hätte sie nicht jemand von damals aufbewahrt, hätte der gesamte Boden neu verlegt werden müssen. Ja, wenn du da die Schütt weg hast, brauchst du noch ein paar mehr Fliesen. Sag ich dir. Okay, hier. Treppe wollen wir jetzt nicht hoch, hier sonst zu finden. So einen riesigen Globus habe ich schon mal in einem Museum in Moskau gesehen. Er bestand auch aus Metall. Ich weiß noch, dass Australien nur zur Hälfte darauf abgebildet war, weil man es bei der Anfertigung noch nicht komplett kartografiert hatte. Unter dem Grundstein war früher der Eingang in die Katakomben, aber Marcus hat ihn versiegeln lassen. Unter dem Grundstein. So, geh mal in die Küche. Aha, ja. Mehrere Punkte von Interesse. Das schöne Geschirr hat den Brand nicht besonders gut überstanden. Ich habe die Reste oben in Kisten verstaut. Bei der ersten Begehung mit den Handwerkern wäre ich fast von einem Deckenbalken erschlagen worden. Darum die Stützen. Hier in der Küche war der Brandherd. Der Raum oben war, glaube ich, das Zimmer des Butlers. Draußen regnet es in Strömen. Ein Kehrblech und ein Handfeger. Für den jetzigen Zustand des Schlosses eindeutig zu kleine Putzutensilien. In diesen Fässern wird sicher Wein gelagert. Nur ans Saufen denken, die Alte. Schlimm! Der Hauptstrom im Keller ist aus Sicherheitsgründen abgeschaltet.
Der Lichtschalter funktioniert also leider nicht. Die Weinfässer sind schon seit Jahrzehnten leer. Die letzten Generationen der Gordons waren Teetrinker. Hier geht es nicht weiter. Die Ecke dient nur noch als Endlager für Gerümpel. Der Brunnenschacht führt vermutlich direkt nach unten in die Katakomben, ist aber unten mit einem Gitter versperrt. Man kommt also nicht sonderlich weit. Surfen, surfen, jeden Tag noch surfen. Kommt denn hier mal eigentlich mit diesen Brunnen? Ja, Seil runterlassen. Klingt das was? Ich befestige das Seil hier oben, damit es nicht reinfällt. Das Ende lasse ich den Brunnen runter. Aha. Ja. Geht's ja schon wieder weiter. Hier haben wir das Seil, ne? Seil. Wenn ich an dem Seil ziehe, sollte man das oben sehen können. Haben wir doch hier Fernbedienung. Lassen da ein Ätchen runter und wenn er da verreckt, ist es eh zu spät. Also von daher. So. Speichern. Speichern wir mal. Und dann gehst du mal in deinen Käfig hier rein. Wenn ich an dem Seil... Okay, und jetzt... Das ist zu gefährlich. Ich weiß hier oben nicht, was Aid, wenn er im Käfig ist. Könnte er... Wir haben doch jetzt Seil unten dran, ja. Adrian, bist du da unten? Bist du in Ordnung? Tut mir leid. Sie müssen den falschen Brunnen erwischt haben. Hahaha, was Vogel, du. Adrian! Tut mir leid! Ja, dann gehen wir nochmal nach unten. Erklären dir das nochmal hier. Du hast den Strick. Ich lasse dich damit den Käfig ins Wasser drehen. Wenn es dir nicht gut geht, zieh mal am Strick. Das ist doch eh hier so eine ausgebildete Kirchentussi. Da machen wir hier so ein bisschen Taufe auf. Bisschen. Hardcore-Taufe. Adrian? Hm? Ich habe ein Seil in den Brunnen gehängt. Damit können wir uns mehr oder weniger verständigen. Zieh einfach daran, dann schalte ich die Seilwinde ein. Gute Idee. So, nochmal hoch. Ja, Chat von wegen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich sehe doch ganz genau, was ich tun muss. Ich leg den. Der stoppt mir jetzt ganz bestimmt weg. Ich seh schon, komm. Ich speichere nochmal. Nee. Ja. So. Ja. Adrian, bist du da unten? Tut mir leid. Ah ja, hier. Jetzt wirst du es. Jetzt machen wir ein Waterboarding. Ich warte auf das Signal von Adrian. Okay, hier. Okay, Luft anhalten. So, nu? Warte. Haus? Oh, was mit dem Haus? Was war's? Das Haus und die Amphore. Haus und Amphore. Ich wusste es. Da unten gibt es einen Mechanismus für... Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, da geht es weiter. Okay. Also, da war das Haus und dann muss ich die Amphore drücken. Ja, lass mich nochmal runter! So. Blume, Gesicht, Hand. Amphore. Blume, Gesicht. Wo ist denn die Hand? Blume. Ah, hier? Nochmal hoch. Okay.
Ah, ich muss dann immer so zur Seite scrollen und dann geht das. Schon, Adrian, denk nach. So einfach hier nachmachen, ganz easy. So, beim alle guten Dinge sind drei. Blume, Gesicht, Hand. Amphore, Blume, Gesicht, Hand. Das schaffen wir jetzt, Leute. Easy. So, Amphore, Blume. Sand? Fisch? Was haben wir so? Okay, wir gehen da nochmal hoch. So, wir haben den Adler, also Fisch oder Hand. Der Vogel war. Schon Adrian denkt nach. So. Zack, zack. Drei Zack war die Blume. Vogel war Gesicht. Gesicht, Fischhand. So. Das Gesicht. Ah, hier. Schön fertig. Wo sind wir denn hier gelandet? Hier. Ha! Oh, das war knapp. Es wird ja immer besser hier. Adrian? Adrian! Ist alles in Ordnung mit dir? Ja, alles okay. Mir ist nichts passiert. Ich hab mir nur fast in die Hosen gemacht. So. Easy. Ist wirklich alles... habe ich noch nie gesehen. Ist das nicht beeindruckend? Freut mich, dass dir mein bescheidener Weinkeller gefällt. Na, schau mir doch mal, Leute. Ja, wie sieht das aus? Ja, automatisch speichern. Ah, wo hier ein Ding drin war, ne? Gut. Okay, speichern wir doch mal. Hinter jeder Ecke sind mehr Gefahren. So, Helm. Ein rostiger Helm. Den hat wohl irgendjemand verloren. Fällt es mir jetzt erst auf oder was klackert denn hier schon wieder? Ist es wieder die Uhr? Wir hatten doch schon ja im letzten Livestream das Problem gehabt, dass wir da die Uhr klackern gehört haben. Die ganze Zeit. Das nee. Nenne ich mal eine Tür. Massiver Stein. Mit Eisenbeschlägen und 6 Schlössern. Ach nee. Das hat das Ding wieder ein Problem mit diesem Scheiß. Das Scheiß ohne Problem. So. Hier nochmal laden. Ja. Jetzt ist es wieder fort. Ich hab's aber jetzt erst gehört. War die Uhr schon die ganze Zeit jetzt? Oder war ich einfach nur zu konzentriert, um das nicht zu hören? So. Das nenne ich mal eine Tür. Massiver Stein. 6 Schlössern. Oh, 6 Schlösser. Richtig pervers. Hieroglyphen über Hieroglyphen, soweit das Auge reicht. Mhm. Eine riesige Statue von einem Typen mit Schwert. Ohne Kopf. Ob das ein Abbild von Mordred ist? Etwas ist anders an dieser Schrifttafel. Dieses große Relief gibt es hier nur einmal. Ach, guck an! Die Uhr nach schon die ganze Zeit. Ist mir nie aufgefallen. Jetzt erst. So.
Ein seltsamer Totenkopf mit einem riesigen Mund. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das ist der Spiegel der Seelen. Das sieht ja wirklich so. Okay, hier Hammer. Andere Sachen von mir. Taust-Piktogramm. Das ist jetzt ein bisschen nicht sehr weit hergeholt. Ja, Kreuz haben sie noch reingebastelt. Na, schön. Ein seltsamer Ton. Hm. 7 Leute, die in der Gegend rumstehen. Ach nein, 3 davon liegen. Schlafen die oder sind die tot? 7 Leute, die in der Gegend. Ein Haufen Symbole. Fisch, Krone, keine Ahnung, Knochen. Ja, Irokese. Anker ist auch mit drauf. Seht ihr das? Ein Haufen Symbole. Fisch, Krone. Mhm. Na gut. Sind noch wieder solche Sachen? Ja, hier Schwert. Nehmen wir mal das Schwert mit. Hier liegt ein zerbrochenes, rostiges Schwert auf dem Boden. Keine Ahnung, wie das hierher kommt. Das ist ein Easter Egg aus dem ersten Black Mirror Spiel. Nee, bring die nie um. Geschmiedet von kundiger Hand. Schlicht, präzise und tödlich. Der hat hier so ein richtiges Messerfetisch. Hast du etwas gefunden? Bedauerlich, dass der Zahn der Zeit diese einst so prächtige Waffe zernagt hat. Sie ist nicht mehr als eine Stange aus rostigem Stahl. Der Griff ist allerdings noch gut erhalten, nicht? Adrian? Was? In deine Pillen, Junge. Ich, keine Ahnung, ich muss kurz weggetreten sein. Ich bin wieder da. So. Hier liegt ein kleines Boot. Okay. Also, wie du schon gesagt, das ist das Schwert und der Helm, das ist ein, ich glaube, das ist ein kleines Easter Egg aus dem ersten Black Mirror Teil. Da müsst ihr dann, um dann zum Black Mirror zu kommen oder halt jetzt zu dem Ritualraum, da müsstest du da erstmal so ein Loch schließen und müsstest da einen Helm und ein Schwert reinkrachen und werfen in so ein Loch und dann hat sich das die Falltür geschlossen. Genau. Ketten. Ketten. An der Wand verlaufen 6 lange Ketten vom Boden bis zur Decke. Dort verschwinden sie in Löchern. An den Ketten hängen irgendwelche Kapseln. Okay. Ein Steinsarg nehme ich an. Mach mal auf! Warte, speicher erst mal. Dass da irgendwo hier so ein Ding raus. Irgendwas rausspringt und den enthält. Hauptet oder so. Was tust du da? Ich öffne den Sarg. Schon mal was von Totenruhe gehört? Was, wenn da etwas drin ist, ohne dass wir nicht weiterkommen? Spielverderberin, was denn das? Ich kann das nicht gutheißen. Ganz und gar nicht. Jetzt werden sie enthauptet. Da. Weiter bekommen wir den Deckel nicht auf. Aber es reicht, um hineinzuschauen. Gucken die rein und dann kommt irgendwas rausgesprungen. Sticht sie dann in den Kopf. Puh, ganz schön staubige Angelegenheit. Viel ist von den Toten nicht übrig. Na, warte nu. Hier liegt eine Pfeilspitze drin. Die sieht noch relativ gut aus. Ich nehme sie mit. Nicht gestorben. Ist ja schon mal gut. Okay. Sarkophagschale. Zap, vor der Schädel. Ja. Es ging schnell. Im ersten Teil. Da war eigentlich auch so ein. Eine Todesursache, dass du da ja so einen Sarkophag aufgeschoben hast und da kam ja aus hinter der Wand kam da so ein Pfeil raus. Kopf durchbohrt. Alle Zeit lang. So. Red mal mit der Tante. Valentina? Ja? Hier hat wohl jemand seine Memoiren an die Wand gekritzelt. Die Hieroglyphen an den Wänden scheinen bestimmte Dinge zu beschreiben, die für die damalige Zeit wichtig waren.
das Brot wichtig war, verstehe ich. Aber ein Knochen? Nein, ich meine nicht jedes Symbol für sich, sondern eine Reihe von Symbolen beschreibt zum Beispiel eine Person. So wie das Brot zu einem Bäcker gehört. Ja, aber es kann auch andere Personen beschreiben. Brot wurde von Bäckern gebacken, von Händlern verkauft und irgendwann auch gegessen. Steht da auch, wie man die Tür aufbekommt? Im Moment sehe ich keine Verbindung. Ein paar Stangen Dynamit wären jetzt praktisch. Das bezweifle ich. Es sollte sichergestellt werden, dass nur Menschen reinen Herzens weiter nach unten gelangen können. Dynamit ist eher die brutale Variante. Hab dich nicht so... auf Gewalt. Okay. Hier scheint es weiterzugehen. Valentina, kommst du? Oh, das dauert. Leute, das dauert viel zu lange. Warte. Ja? Warte nur. Siehst du das hier? Na was? Ja. Das sind keine Hieroglyphen. Das ist Latein. Das müssen deine Vorfahren geschrieben haben. Und was genau steht da? Eine Warnung. Nimm dich in Acht, Hüter vor den Schatten. Sie ergreifen Besitz von deiner Seele, sobald du dich ins Dunkel begibst. Schatten. Ist das eine Art Metapher? Nein, ich denke nicht. Im Buch der Hüter stand, dass Marcus sich durch eine Armee von Schatten kämpfen musste, die sein Bruder aus dem Spiegel rief. Na klar, erst Mordred, jetzt Schatten. Meiner Seele wird's auf jeden Fall nicht langweilig. Speichern wir doch mal, ne? Ein falscher Schritt. Und dann sind wir tot. So, gehen wir rein. Ach du Scheiße. Das ist ja das reinste Labyrinth. Wo geht's weiter? Geradeaus oder rechts? Siehst du das da? In dem Raum geradeaus. Was ist das? Keine Ahnung, aber es bewegt sich. Ist das einer dieser Schatten? Was auch immer. Ihr habt einen Schatten, ja. Auf jeden Fall sollten wir dem Ding lieber nicht zu nahe kommen. Am besten wir schließen die Tür. Hä? Woher wusstest du, dass der Schalter der richtige ist? Ich wusste es nicht. Sowas nennt man Gottvertrauen. Klasse. Geh da nochmal zurück. Ich schau hier mal ein bisschen um. Noch die ganze Zeit Fox aufmachen. Ja. Hier sind nur ein paar Knochen drin, sonst nichts. Aus dem Staub ragt etwas heraus. Jetzt zack. Fisch. Aha, ein Schmuckstück in Form eines Fischs. Zwischen den Knochenresten liegt eine seltsame Scheibe. Okay. Okay. Nehmen wir das Ding doch mal. Ein Schild. Das sieht aus wie ein Rundschild von einem Krieger. Guck an. Ja, Relief. Ein Haufen Symbole. Fisch, Krone. Keine Ahnung, Knochen und so weiter. Sieht mir wie eine Opferschale aus. Ja, was geht jetzt los? Ups. Und nu? Na, hier alles rein. Und nu?
Habe ich es kaputt gemacht? Keine Ahnung, wie das funktioniert. Scheint mir eine Art Waage zu sein, die mit den Ketten hier verbunden ist. Nur, was soll ich wiegen? Ich wüsste nicht, was ich sie gerade frage. So. Tante. Es gibt Valentina. Kein Zurück. Wir müssen den Black Mirror... So, was auch die Gordons scheinen Tür. Ihre Hüteraufgabe sehr ernst zu nehmen. Durch diese Tür kommt man nicht so einfach. Die Gordons scheinen ihre Hüte... Ein Helm, wie sie die Soldaten der Kreuzritter im 13. Jahrhundert getragen haben. Ja, ganz genau, wie sah sie, ne? Ich würde zu gern erfahren, wer den hier verloren hat. Deine Mutter. So, wie ist sie denn hier? Loch. Die Hieroglyphen sind alle sehr gut erhalten. Ich wünschte, ich hätte Zeit, sie mir genauer anzusehen. Vielleicht, wenn das alles hier vorbei ist. So. So eine Statue habe ich noch nie gesehen. Ob die Gordons sie aufgestellt haben? Oder ist sie viel älter? Für einen Archäologen wäre das hier die reinste Goldgrube. Goldgrube, warum das denn? Ich dachte, die machen das aus Spaß, weil denen so gefällt. So, ja, Adrian, okay. Ja, Relief. Eine merkwürdige Darstellung. Was kann das bedeuten? Du bist doch hier die... die sich da auskennen mit irgendwelchen Religionen. Ich kenne nicht alle Symbole, aber sie scheinen etwas zu beschreiben. Zumindest sieht es so aus, als wären sie aufgeteilt in 7 Gruppen. Vielleicht beschreibt jede Symbolfolge einen der Menschen auf der oberen Hälfte. 7 Menschen. Alle ein wenig unterschiedlich. Könnten vielleicht bestimmte gesellschaftliche Gruppen in der damaligen Zeit darstellen. 3 Menschen liegen, 4 stehen. In der Mitte ist ein Altar eingemeißelt. Okay. Na, ja, die erklärt es ja ein bisschen schöner. Ich bin sicher, dass das den Black Mirror darstellt. Der Totenkopf scheint symbolisch für den Tod zu stehen. Ich kenne nicht alle, zumindest vielleicht beschreibt jeden. Hausfisch, Kelch, Rotwasser. Das ist ein Fischer? Das ist irgendwas für Wald. Das ist Krieger. Ja, Schild. Zack, zack, zack. Schild. Pfeil. Stock und Schwert. Okay. Haus. Rot, Pfeil, Knochen. Okay. Blitz, Rohre. Eroberer oder sowas. Krone. Ein Bauer. Ja. Wer weiß, wer weiß. Wir machen jetzt. Das überlasse ich lieber Adrian. Okay. Ja, Kapsel. Eine Metallkapsel hängt zwischen den Kettengliedern. Ist das eine Klappe? Tatsache, eine Klappe. Und in der Kapsel befindet sich ein goldener Schlüssel. Oder nur vergoldet, könnte auch sein. So. Ich hab da keine Ahnung, was ich mache, aber ich mache irgendwas. Ich probiere ihn in allen Schlössern. Tja, der Schlüssel passt zwar in die Löcher, lässt sich aber nicht drehen. Ich lasse ihn hier liegen. So, ein Schlüssel von vielen Schlössern. So, hier haben wir 7, 6 Schlösser, hier haben wir 7... Personengruppen, die wir wissen müssen. Dann kriegen wir vielleicht die anderen Sachen.
So. Wir haben. Gut. Fisch. Vielleicht noch andere Sachen, die wir da reintun müssen, um das zu entsperren. So, ich speichere da nochmal. Das ist denn das Jüngste. Ja. Hier, speichern. Genau. So, Löcher. Ein handbreites Loch. Keine Ahnung, wie tief es ist. Stecken rein. Ah, hier. Was ist das? Eine Karte? Perfekt. Das ist wieder der Unterschied. Black Mirror 1, da guckst du in jedes Loch rein. Zack, ja, kommt ein Sperr raus. Du Droste. 2, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1. Okay. 1, 2, 3. Okay. Und nochmal speichern, zur Sicherheit. Nicht, dass da das nächste Gespenst uns da um die nächste Ecke da irgendwie umbricht. So, gehen wir mal rein. Los geht's. Hey, hey. Ja, Tür ist zu. Nein. Sick. Ich weiß nicht. Sieht schlecht aus. Leicht. Ja, wie schon gesagt, normalerweise war da immer so ein Kapitel 3 Stunden. Im letzten Stream ging das eigentlich Schlag auf Schlag. Aber man müsste ja ein bisschen Zeit mitbringen. So, ja. Sarkophag, ja. Guck mal rein. Dazu brauche ich Valentinas Hilfe. Ey, Mäuschen, komm mal her. Reich verzierte Steinsärge. Darin wurden wahrscheinlich nur angesehene Personen bestattet. Aber ich kann weder Namen noch Wappen erkennen. Ohne die ließ sich bisher kein adliger Gordon bestatten. Also wird hier wahrscheinlich auch kein Gordon liegen. Machte Singer aber. Aber ich kann weder nah. Ohne die ließ sich bisher kein Ad. Ich will doch nur das Ding aufmachen. Mensch. Kann man hier irgendwas machen? Nee. Okay. Kann man hier mit unseren Sachen irgendwie interagieren? Nein, okay. So. So. Und hier? Dazu brauche ich Valentinas Hilfe. Der erzählt ja dann ja irgendwie so eine Geschichte. Aber passiert dann im Endeffekt ja auch nichts. Reich verzierte Steinsärge, aber ich kann weder Namen. Ohne die ließ ich bisher kein. Hm. So. Hat ja nicht so wirklich was gebraucht. Na komm, hier, Brüller bleibt da. So. Schauen wir mal. Mach mal auf. Scheiße. Ich hab gedacht, es geht besser, ein bisschen besser. So. Warte mal, speichern, hier. Laden. So. Drauf drücken ganz schlecht. So, ja. Kann man wieder aufmachen. So, hier.
Hier, Schalter. Geht's hier rüber oder geht's da rüber? Überall. Licht. Schatten, Schatten, Licht. Hä? So. Was machen wir denn da? So feine Sachen. Ah, jetzt geht's auf jeden Fall. Staub, Knochen und eine Krone. Das ist wohl das Grab eines Königs. Mhm. Oder das eines Diebes, der dem König die Krone gestohlen hat. Naja, was, wie auch immer. Geh mal hier rüber. So, wir tun da erstmal solche Objekte sammeln, dass wir dann später. Reich verzierte aber ich kann ohne die. Schnauze. Was haben wir denn hier? Komm an. Nichts. Der Sarg ist leer. Scheiße. Blablabam. Aber hier. Ja. Schaut dir erstmal alles an, was wir da so haben. Ich da überhaupt hin. So. Merkwürdiges Licht. Uran. Hadrian hat doch hier seine Karte. Da sind römische Ziffern in den Räumen. So. 1, 2, 3. Also 1, 2, 3. Ey, will ja nicht. Was soll man denn da drücken? Das ist ja von Schalter. Macht einen Eingang auf oder zu? Komm, geh mal raus. Wir haben jetzt wieder einen neuen Gegenstand, den wir da hier. Ich kann Valentina nicht allein hier zurück. Komm. Valentina, komm mal her. Viele bunte Schalter. Im Moment gibt es nichts mit Aiden. So. Aber wir können hier in der Schale noch was zulegen. Nichts. Okay. Fehlt ja noch ein bisschen Zeug. 1, 2, 3. Okay. Denk nach, Adrian, irgendetwas. Wir haben jetzt die Krone. Schauen wir mal, was wir haben. Hier haben wir eine Krone drauf. Wir haben Krone, Brot, Haus, Schiff, Schild, Gelch. Brot, Haus, Schiff, Gelch. Probieren wir das doch mal. Krone, Brot. Zur Krone. Naja. Und dann noch was anderes. Das Brot. Denk nach, Adrian. Hm.
Ich bin dem Ziel so nah. Warum soll... Das nenne ich mal eine Tür. Brauchen jetzt mehr Schlüssel. So. So. Speichern. So, wir kriegen das schon hin. Ja. Hätte es ja sein können. Warum denn da mit den Geistern? Spielleuten. So, hier. Genau. Das speichert ja, bevor wir drücken. So. Also, wenn wir da. Können wir da irgendwie remote oder wie? Ich mach das mal. Ich mach das mal der Angelina dann mal drücken. Eine Ewigkeit später. Ich sollte das Buch erstmal lesen, was der Adrian hat. Auf der letzten Seite ist ein Zettellose reingelegt. Über die Gräber der Alten wachen ihre Schatten. Jahrtausende währt nun schon ihr Schicksal. Und ein Ende ist nicht zu erwarten. Mit dem Tod wurden sie geboren. Und den Tod wollen sie verbreiten. Die Alten zwangen sie in unsere Welt. Doch gehören sie hier nicht hin. Sie lassen sich weder einfangen noch besänftigen. Das Licht der grünen Flamme aber verstört sie. Es treibt sie in die Dunkelheit. Dort sollte man ihnen nicht zu nahe kommen. Ihre Macht ist alt. Sehr alt. Gut. Zwei Stunden später. Ah, okay. Ich glaube, jetzt weiß ich ein bisschen besser Bescheid. Gut. Genau, gehen wir mal hier. Und jetzt könnte der Geist ja entweichen. Aha. Na gut. Ich kann hier nichts Interessantes entdecken. Vielleicht hat Adrian ja eine Vorliebe für Knochen. Ich kann hier nichts... Ja, komm schön. So. Die ganze Nische ist voll mit... Wobei, nicht ganz. Da haben wir doch eine Schale. Das ist doch schön. Na gut. So. Genau. Zwei. Drei. Ja, gut. Jetzt zwei. Das sind drei. Okay. Okay. Das Ding geht ja nur auf. Drei auf dem Sinn. Hier sind zwei. Ziemlich brauchen das hier. Ja. Danke, Chat. Danke. Das kotzt mich eigentlich schon wieder so sehr an. Dieses blöde Rätsel. So, zwei offen macht das an und hier und. Okay.
Warte mal. Hier aufmach. Und dann hier. Müsste ja Licht dann sein. So. Gut. Und jetzt? Zwei und hier drei. Nicht an drei, hier zwei. Pardon. Hier drei. Und hier zwei. Dann machen wir hier zu. Und hier auf. Und dann hier. Machen wir hier auf. Dann sind hier drei offen. Und dann müsste ja der Geist keinen Bock mehr haben. Genau. So. Dazu brauche ich Valentinas Hilfe. Und zack. Dann gehen wir hier zusammen alle rein. Reich fit, aber ich kann weder nah ohne komm, die. Schnauze. So. Hier ist nur Staub drin. Oh, und ein seltsam geformter Stab. Wir haben den Stab. Leute, habt ihr es gehört? Wir haben den Stab. Könnte eine Art Bischofsstab sein. Oder der Stab eines Schäfers. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir da nicht dem Viech in die Arme reinrennen. Eins. So. Geht mal hier rüber. Zwei macht Licht an. Wie war es hier? Das waren ja. Sofern das jetzt keinen Drang hat, muss das. Geht ja das nur und wohin. Genau zwei. Hier, dann machen wir hier das Ding mal auf. Dann gehen wir mal hier raus. Machen Türle zu. Genau. Wenn jetzt hier Tür 2 auf ist, dann machst du das ja wieder zurück ins Körbchen. Theoretisch. Gott verdammte. Laden. Genau. So, das war ein bisschen doof. Weil. Hierzu. Wie war denn das da? Uns zwei? Ah, nee. Ja. Zack, zack. Und dann nochmal hier. Und jetzt hier.
Und auch hier die Klappe zu. Und dann hier auf und dann. Ich kann Valentina. Ja, Valentina, Valentina. Ich kann es bald nicht mehr hören. Gib mir doch auf die Nüsse. So, Hieroglyphen. Wie war's? Krone, Schiff. Was hat man? Stab? Was hat man denn noch? Krone, was haben wir hier? Mit dem Stab. Stab, Pfeil, Axt, Schwert. Nee, das ist ja eine Axt. Warum denn nicht Stab großartig? Relativ sicher, dass es ja schon alles ist. Irgendwo muss doch stehen. Ah, okay. Wir hatten schon mal. So, wir haben da Krone. Krone, Krone haben wir ja nur in einer Reihe. Krone, Haus, Schiff. Ein Haufen Symbole. Fisch, Krone, keine Ahnung, Knochen und so weiter. Krone, Schiff, Schild. Krone, Schiff, Schild, Haus, Brot. Krone, Schiff, Schild. No. Eine Ewigkeit später. Noch mehr drauf krachen. Voll. Hier war es ein Lösungsknopf. Ich weiß nicht, was das war. Jetzt genau in der Mitte. Jetzt hängen 6 Kapseln auf einer Höhe. Mein Gefühl sagt mir, dass die Schlüssel darin die richtigen sind. So. Hat zu lange gedauert. Und zum Schluss konnte ich einfach nur den Lösungsknopf drücken. Hat er die Schnauze voll. Alle Schlösser sind fertig. Jetzt sollte man die Tür öffnen können. So. Weiter geht's, hey. Hey. Wände voller Totenköpfe. Wer sind diese Toten und wo sind ihre Gebeine? Hat man nur die Köpfe aufgehoben? Wieso? Und warum sind die Statuen dafür ohne Kopf? Besteht ein Zusammenhang? Je näher wir der Wahrheit kommen, desto mehr Fragen stellen sich. Zu. Schon wieder dieser Kerl ohne Kopf. Diesmal in vierfacher Ausführung. Ob da jemand sauer auf ihn war? Vielleicht Mordred? Er ging rum mit seinem Schwert und zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Da geht es verdammt tief runter. Dieses Licht erinnert mich an die Höhle unter dem Steinkreis. Ob es ein riesiges Höhlensystem unter Willow Creek gibt? Vielleicht. So ein Gang. So, weiter geht's. Sind doch schon fast da. Ich denke, wir haben die Kapelle erreicht. Ich fühle mich auch schon fast wie zu Hause. Nein, diese Kapelle haben Marcus und Mordred noch zusammen erbaut. Ihr letztes gemeinsames Werk. Es ist wirklich ein geweihter Ort. Aber Mordred nutzte die Kapelle für seine dunklen Machenschaften. Das bezweifle ich. Ein Skelett. Das sind die Überreste von Maria, Mordreds Frau. Woran erkennst du das? Es ist ein weibliches Skelett.
Und außerdem liegt da im Brustkorb die Schwertspitze. Sie ist abgebrochen, als Mordred seine Frau ermordete. Okay. Du hast recht. Ein Tier? Ein Steinsarg mit einem Skelett darin. Das war einmal Mordred, wenn man dem Hüterbuch Glauben schenkt. Na, Mordred? Was ist das für ein Gefühl, in sein eigenes Grab zu blicken? Ja, machst du keine Witze, du hier. Entschuldige bitte. Mordreds Grab. Piss mal rein. Ich ruhig. Hier. Oh, schönes Grablicht rein, hä? Ich habe noch nie verstanden, was eine Leiche mit einer brennenden Kerze anfangen soll. Dieser Durchgang ist verschüttet. Na gut, verschüttet. Ist halt eben so, ne? Die reinste Predigerbühne. Doch für welches Publikum? Hier sollte doch niemand hinfinden. Alles sehr merkwürdig. Valentina? Ja? So, erzähl mal. Weißt du, was hier unheimlich ist? Alles. Überall hier unten gibt es Licht. Sogar Kerzen brennen. Ach, wirklich? Ziemlich unheimlich hier unten. Und überall diese Lichter. Möglicherweise gehen sie an, sobald eine bestimmte Tür geöffnet wird. Aber wann wurde dieser Mechanismus installiert? Und von wem? Oder wir sind doch nicht die Einzigen, die sich hier unten rumtreiben. Auf jeden Fall sind wir noch nicht am Ziel. Marcus dachte, der Weg zum Black Mirror wurde mit der Kapelle für immer verschlossen. Aber er hat nicht mit der Genialität seines Bruders gerechnet. Fängst du gerade an, Mordred zu bewundern? Schau dich doch mal um. Das Schloss oben wirkt geradezu winzig im Gegensatz zu dem, was sich hier unten befindet. Das ist alles so beeindruckend und überwältigend, geradezu majestätisch. Es geht schon ein gewisser Reiz von diesen Gewölben aus, findest du nicht? Ich finde, wir sollten nicht zu viel Zeit mit Rumstehen vergeuden. So. Speichern wir nochmal. Genau, ja, Altar. Auf dem Altar sind jede Menge Hieroglyphen. Schauen wir mal. Nächstes Puzzle-Game, wo ich schon die Schnauze voll habe. Hier ist ein Satz auf Latein eingemeißelt. Er bedeutet, bei Sonnenaufgang schickte der König seine Krieger zur Schlacht gegen die Dunkelheit. Ja, guck an. Ungewöhnlich für eine Altargravur. Hilft uns das weiter? Ich weiß nicht. Vielleicht? Ja, ist ja wieder der ganze gleiche Rotz. Ist nicht das Zeug, was wir da am Anfang hatten? Ich bin ganz sicher, dass ich hier einen Weg oder sowas eingeben muss. Ein Weg? Sagt nun so. Die Kapelle, das rätselt ihm keine Hände. Ich kann nicht glauben, dass Markus das alles allein gebaut hat. Das Ganze sieht eher so aus, als wäre es im Laufe der Zeit gewachsen, als hätte die nachfolgende Generation der Hüter im Laufe der Jahre nachgerüstet. Wann immer jemand wie Samuel dem Spiegel zu nahe gekommen ist, haben die Hüter ihm aufgehalten und neue Hindernisse, Türen und Rätsel eingebaut. Selbst der Altar scheint einen Mechanismus zu beherbergen. Die Symbol darauf ähneln die Symbol über der Waage. Dann müssen wir jetzt einfach irgendwas nachbasteln. Igor hier. Okay, wir brauchen da jetzt. Ich glaube, wir gehen da einfach mal zurück. Auf dem Foto von dem ganzen Quark. Dann kommen wir wieder Vielleicht hier. Kann Valentina sich das mal. Okay, Valentina, ja. Hier steht: Bei Sonnenaufgang schickte der König seine Krieger zur Schlacht gegen die Dunkelheit. Hatten wir nicht vorhin eine Krone? Und einen Rundschild. Die Symbole gleichen denen im ersten Raum.
Okay, das kriegen wir jetzt hin, du. Sag ja. So. Das kriegen wir jetzt noch hin. Schön. Wir machen hier noch ein schönes Foto. So. Mal hier nochmal vom ganzen Park. So. Hier steht, die Symbole bleiben. Ja, ja, komm schon. Los geht's. König. So. Krone? Der Krone geht's los. Ja, zack. Dann's Brot. Dann's Haus. Dann das Schiff. Hier ist ein Haus und da ist ein Haus. Was soll denn das so bedeuten? Dann das Schiff. Wo ist dieses gottverdammte Schiff? Hier. Und das ist ja schon mal hier so. Ja, Krone, Brot, Haus, Schiff. Schild. Eine Ewigkeit später. Aha, ja. So, ein Aufgang, da hatten wir die Symbole für den König. Aha. Seine Krieger. Und die Kriegersymbole. Ja, das war hier. Anker, zack. Gegen die Dunkelheit. Genau. Abziehen! Das war so ein scheiß Rätsel. Wow. Ah. So. Ich wüsste nicht, was ich sie gerade. Nicht so was sagen wie sie, oh, gucke an, jetzt was da passiert ist. Sind wir definitiv nicht mehr in den Katakomben. Sieht mir nach einem Alchemielabor aus. Okay. Hier war ich schon mal. Mordred? Nein, nein, als Kind. Ich erinnere mich schwach. Schau dich um. Vielleicht kommt die Erinnerung ja wieder. Ja. Ich kotze aber sehr im Strahl, dass ich da... da dran, dass ich so lange gebraucht habe mit den ganzen Rätseln jetzt. Ich habe mich eigentlich in den zwei Teilen Black Mirror sehr gefreut. Das ist es. Dass ich da vorwärts kam, all die Zeit. Ohne große Probleme, aber das heute... Das ist das Loch, in das Angelina als Kind gestürzt ist. Und ich bin ihr hinterhergeklettert. Aber jetzt ist es verschüttet. Klar, dass ich es an der Oberfläche nicht finden konnte. Und wie seid ihr da wieder rausgekommen? Durch die Katakomben? Nein. Bates, er war es. Er hat uns hier wieder rausgeholt und dann das Loch zugeschüttet. Aids, der Schlingel. Aber vorher waren wir bei dem Portal. Wir standen direkt davor. Es ist hinter der Tür. Hat Angelina sie geöffnet? Ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist ein reliefartiges Abbild eines Seelenschlüssels. Prima Materia, Planetenmetalle, Basilisk. Willkommen in der Scheibenwelt. Ein Lesepult. Was ist das denn für ein Buch? Homunculus, Pater Omnis, Telesmi, Totius. Keine Ahnung, komplett lateinisch. Das sind mal richtig hässliche Wasserspeier. Schlimmer als die Teufelsfratzen aus der Akademie. Na, auf jeden Fall so einen richtig schönen Innenarchitekt gehabt und hier das Gebälk nach 300 Jahren sieht ja auch noch top aus hier unter der Erde. Hier tropft es ja noch runter. Überall gibt es hier Wasserbecken. Mordred muss ziemlich reinlich gewesen sein.
Naja. So. Noch mehr Teekessel. Na, England. Ich höre Teekultur. Die reinste Hexenküche. Früher oder später wäre Mordred bestimmt auf dem Scheiterhaufen gelandet. Die reinste Hexenküche. So, hier. Hier. Schwerter. Das wird doch richtig geil. Ah, oh, Schwerter. Das sind die besten Klingen des Landes. Geschmiedet von den fähigsten Schmieden. Viel zu gut für diese Schlechter, die mein Bruder Soldaten nennt. Adrian, du machst mir Angst. Leg das bitte weg. Und doch sind sie nichts im Vergleich zu meinem Schwert. Adrian, Adrian, hör auf damit. Was? Alles okay, alles in Ordnung. Leg einfach das Schwert zur Seite, dann ist alles wieder gut. Von jetzt an werden wir darauf achten, dass du kein Schwert mehr anfasst. In Ordnung? Du gehst nicht mal in die Nähe von einem Schwert, Adrian. Hast du verstanden? Wir wollen doch nicht, dass einer von uns einen Unfall hat. Oder? Okay, okay, Schwester Valentina. Gibt es irgendeinen Grund, warum du mit mir wie mit einem Verrückten sprichst? Kein. Außer, dass du wie einer aussiehst und dich auch so benimmst. Deine Augen sind wieder schwarz und du fuchtelst mit einem Schwert rum, während du wie Mordred sprichst. Also tu uns den Gefallen und lass die Finger von scharfkantigen Dingen. Das war's ab. Ja, mach's doch mal. Es ist besser, wenn ich im Moment meine Finger davon lasse. Wie ist Angelina damals nur da reingekommen? Ja, hier, zack. Ein bisschen Blut und so, wisst ihr doch. Chemietisch. So. Ich mag Geheimtüren nicht. Spielverderberin. Hier darf das Tabula Smaragdina nicht fehlen. Das Grundlagenwerk der Alchemie. Ecco, hier ist sie. Die smaragdene Tafel. Die Bibel der Alchemisten. Aber ich fasse das Buch lieber nicht an. Es würde bei der kleinsten Berührung auseinanderfallen. Wie fast alles hier. Könnte ein Zepter darstellen. Ein Kamin. Der Schacht führte sicher einmal nach draußen. Es gab also eine Abkürzung. Du? Findest du da was? Das ist keine normale Erde. Sieht aus, als wäre Teer mit reingemischt worden. Da wollte jemand auf Nummer sicher gehen. Das Buch ist beim Kapitel Homunculus aufgeschlagen. Ist das Zufall? Oder hat sich Mordred etwa mit der Erschaffung künstlichen Lebens beschäftigt? Unheimlich. Vielleicht waren feuchte Tücher darüber gespannt, wegen des Rauchs, der sich bei alchemistischen Experimenten zwangsläufig entwickelt. Interessante Steinmetzarbeit. Die Gesichter werden von Händen gehalten. Noch mehr Kupelle und Serpentinen. Hier hat Mordred seine Rezepturen gemixt. Sim. Direkt aus der Steinwand gehauen und mit Grundwasser gefüllt. Dürfte trinkbar sein. Nur das Leuchten macht mich etwas misstrauisch. Ja, was du wieder hast. So, ja. Wirklich gutes Alchemielabor. Es ist fast alles da, was man damals benutzt hat. Aber ich bezweifle, dass Mordred daran interessiert war, Gold zu erschaffen. Die Fläschchen deuten eher darauf hin, dass er ein Giftmischer war. Ein Gefäß zur Sublimation auf einem Athanor. Einem speziellen Ofen aus Backstein. Ich habe noch nie so gut erhaltene Originale gesehen. Bellissima. Bellissima, mach mal ein bisschen Pasta. Adrian? Hm?
ist eine perfekt ausgestattete Alchemiewerkstatt. Mordred war ein Mann der Wissenschaft. Bei meinem Physikstudium kann er mir sicher nicht helfen. Alchemisten haben doch nur versucht, Gold zu erschaffen. Das ist so nicht ganz richtig. Es gab durchaus auch Alchemisten, die sich mit anderen Dingen beschäftigt haben. Ach ja, Dämonentore öffnen, ich vergaß. Sie haben auch versucht, Heiltränke zu brauen. Oder das Gegenteil davon, Gifte. Bei letzterem waren sie sicherlich erfolgreicher. So. Kann ich irgendwas zusammenmischen? Aha. Ja, Schwerter. Eine beachtliche Sammlung an Schwertern. Mordred muss ein Waffennarr gewesen sein. Eine beachtliche Sammlung. Nein, wir haben jetzt. So, Bibel. Auch wenn er es bitter, ne? So, das wird ja auch nicht. Sieht denn hier für uns aus? Das war früher. Die Rein. Mordreds Teekessel, wie niedlich. Herrschaft über die Unterwelt hin oder her. 5 Uhr war Tea Time. Vielleicht gibt's hier auch noch 800 Jahre alte, selbstgebackene Kekse. Ha. Wünscht es sich wohl, ja? Kann ich irgendwas benutzen oder so? Ja. Tür aufmachen. Irgendwas. So. Wie ist Angelina damals nur da reingekommen? Die reinste Hexen. Was verbinden? Nee. Ein wirklich. Aber ich bezweifle das Mord. Ich mag Geheimtüren nicht. Dann mach mal auf. Das müsst ihr nicht mögen, du musst sie nur aufmachen. Ja, ich hab doch noch zu viel. Aber ich bezweifle, dass Mordred. Ich mag Geheimtüren nicht. Wie ist Angelique? Setz mal deine Sonnenbrille auf. Na, hier ist doch ein Handabdruck. Wie ist Angelina? Ja, ihr habt's doch mit dem Blut und so und öffnen. Tür öffnen. Wie ist Angelina damals nur da reingekommen? So, hier haben wir das Tor. In den. Wohin auch immer, keine Ahnung. Wir sind ja in Mordreds Alchemielabor, was es da schenken sollen. Jetzt muss ich mit der Alten anstellen, damit die da rafft, den da mal ein bisschen anzustechen. Im Moment gibt es nichts mit Aiden. Ich habe da eine Lösung geguckt, da steht eigentlich auch nur drin, wir müssen da hintergehen. In diesen Alchemieraum. Da irgendwie die Schwerter angucken. Und dann geht das eigentlich schon los, ja. Das würde einfach nur den durchnehmen müssen und dann hier ein Adrien ein bisschen anbieksen. Und dann geht's los halt mit Tür öffnen und Blut und Dämonenbeschwörung und den ganzen Spaß. Ich habe jetzt wirklich null Plan, warum das nicht geht. Ich habe mir schon gedacht, dass ich da irgendwie den scheiß Dolch, den da irgendwie schon früher geben kann, aber nee. Theoretisch müsste da jetzt möglich sein, dem da einfach nur das scheiß Ding zu in die Hand zu drücken. Fertig aus. Ja, Adrien. Das Ding backt schon Valentina. Wieder. Ja?
Warum geht denn das jetzt? Warum geht denn das jetzt? Hier, durch. Lässt du mich mal einen Blick auf deinen Dolch werfen? Auf einmal. Was? Nein, auf einmal. Nicht. Ich glaube, ich weiß, wie man die Tür öffnet. Es ist ganz einfach. In Ordnung. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Was tust du da? In der Akademie gab es eine Tür, die konnte nur durch das Blut eines Gordons geöffnet werden. Ja, klar. Mein Blut. Als ich damals als Kind Angelina helfen wollte, habe ich mich verletzt und konnte deshalb die Tür öffnen. Gordonblut. Ein Wir singen im komplett falschen Raum. Sein kannst. Was soll denn die Scheiße denn schon wieder? Maggi hoch 10 schon wieder. Das ist ja wieder geil. Hier ging das nicht. Ich kotze im Strahl, weil wir die Tür nicht öffnen können. Und wir sind in anderen Räumen auf einmal. Geht das? Nee, ich hab doch keine Lust mehr. Zum Glück ist das Spiel bald um. Ach, Leute. Speichern. Boah. Zum Glück kam ich auf die doofe Idee, einfach mal im anderen Raum versuchen, da irgendwie den durchzuwechseln oder so. Oh, nee. So, let's go. Auf zum letzten Gefecht. Lass mich vorgehen. Wieso? Pardon. Ich weiß nicht, was passiert, wenn Mordred seinen geliebten Spiegel wieder sieht. Denk an die Sache mit den Schwertern. Okay. Ich beug mich von Raum zu Raum, ganz genau. Siehst du das? Ja. Ja, sind euch! Was hat das zu bedeuten? Ist das Mordred? Oder bin ich das? Sowohl als auch. Und warum habe ich das Bedürfnis, den Spiegel zu berühren? Nicht! Es ist Mordred, der dich dazu zwingen will. Fass diesen Spiegel nicht an. Niemals. Berühren. Okay, okay. Das Spiegelbild zeigt deine Seele und den Teil Mordreds, der in dir steckt. Mordred? Aber warum sieht er aus wie einer dieser Schatten? Mordreds Seele ist immer noch hinter dem Spiegel gefangen. Das in dir ist Mordreds Seelenschatten, also der Schatten seiner Seele. Wir müssen Mordreds Schatten irgendwie in den Black Mirror zurückschicken. Und zwar ohne seine Seele dabei zu befreien. Okay, aber wie? Hatten wir nicht kürzlich einen Exorzismus, der schiefgegangen ist? Nein, keinen Exorzismus. Wir brauchen was anderes. Bist du sicher, dass du in Mordreds Buch nichts übersehen hast? Ja, todsicher. Ich kann es dir gerne zeigen. Lass doch mit die Seiten. Blut gesudelt. Plötzlich Schrift. Das müssen Mordreds Aufzeichnungen sein. Als ganze Blut. Aber wieso steht hier auf einmal etwas drin? Der Spiegel muss es aktiviert haben. Wenn man meinen Vorgängern Glauben schenkt, so ist es möglich, dass die Seele den Spiegel verlässt, wenn der Schatten bereits in dieser Welt gebunden ist. Eine Vereinigung von Seele und Schatten würde ein ungeahntes Machtpotenzial beinhalten. Die Seele des mächtigen und von allen gefürchteten Königs Armundor ist genau die richtige, um meinen Sohn zu dem zu machen, der er geworden wäre, wenn nicht mein Bruder, bla 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 bla. Der Kerl hat ein paar Sitzungen bei Dr. Winterbottom bitter nötig gehabt. Aber warte, hier steht noch was. Alles ist vorbereitet. Die Gebeine Armundors liegen auf dem Altar. Sein Schatten wird gleich an sie gebunden sein. Dem Seelentransfer steht nichts mehr im Wege. Jetzt muss nur noch der Junge befreit werden vom Joch seiner verseuchten Seele. Ja, guck an. Das macht doch Sinn, oder? Seelentransfer. Mordreds Seelenschatten in mir. Ja, natürlich, das ist sein Plan. Er hat mich hierher gelockt, damit das Ritual vollzogen werden kann und seine Seele in meinen Körper übergeht. Genau dazu ist der Fluch gedacht.
Nur hat Mordred nicht damit gerechnet, dass sein Seelenschatten im Körper eines Hüters landet. Nur deshalb hast du so lange durchgehalten. Aber das hilft uns nicht weiter. Das ist ja auch nur so ein Titel. Wenn wir diesen Schatten in mir rauslassen, wird Mordreds Seele in mich... Psst. Adrian, ich glaube, ich habe eine Idee. Lass mich kurz überlegen. Berühr den Spiegel. Berühr den Spiegel. Berühren. Das ist er also. Der Black Mirror, das Schattenportal. Es geht eine merkwürdige Anziehungskraft von ihm aus. Ich habe ständig das Bedürfnis, hineinzublicken. Berühren. Speichern. Geh mal da ran. Das ist er also. Es geht eine merkwürdige... Come on. Ja. Adrians Spiegelbild ist eine Mischung aus seiner Seele und Mordreds Seelenschatten. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben könnte. Adrians Seele darf den Kampf gegen Mordreds Schatten auf keinen Fall verlieren. Aber okay. Was ist auf der anderen Seite? Nur Mordreds Seele? Oder hat Adrian auch so einen Seelenschatten? Adrian, liest du mir bitte den Absatz mit den Schatten aus dem Buch der Hüter vor? Über die Gräber der Alten wachen ihre Schatten. Jahrtausende währt nun schon ihr Schicksal. Und ein Ende ist nicht zu erwarten. Mit dem Tod wurden sie geboren. Und den Tod wollen sie verbreiten. Die Alten zwangen sie in unsere Welt. Doch gehören sie hier nicht hin. Sie lassen sich weder einfangen noch besänftigen. Das Licht der grünen Flamme aber verstört sie. Es treibt sie in die Dunkelheit. Dort sollte man ihnen nicht zu nahe kommen. Ihre Macht ist alt. Sehr alt. Na, das kann ja alles bedeuten. Entweder wir müssen jetzt einen Adrian irgendwie abstechen, oder... Oder... Keine Ahnung. Grünes Licht. Ein Schatten entsteht also auf jeden Fall, wenn jemand stirbt. Aber nicht in dieser Welt, sondern hinter dem Spiegel. Okay. Also gehen Schatten. Ich weiß nicht, wen oder was sie darstellen sollen. Die Statuen sind aber sehr imposant. Mhm. Im Moment gibt es nichts mit Adrian. Ja, aber wir müssten eigentlich schon mal mit Adrian reden. Wir wollen den ja irgendwie befreien von seinen, von der bösen Seele Mordreds, die da hinter ihm lauert und ihn zu übernehmen ich droht. Ich weiß aus den Akten des Vatikans, dass damals hier Menschen geopfert wurden, um zu sehen, ob ihre Seelen gut oder böse waren. Ähnlich zur Zeit der Hexenverbrennungen. Du musst ihn abstechen. Mordred schrieb, dass eine Seele den Spiegel verlassen kann, wenn sein Schatten bereits hier gebunden ist, was im Moment ja der Fall ist. Würde Adrian also hier sterben, hätte Mordred gewonnen. Adrians Seele wäre auf ewig befreit und sein Körper würde Mordreds Seele aufnehmen. Wir müssen aber trotzdem Mordreds Seelenschatten aus Adrian herausbekommen und Mordreds Seele muss daran gehindert werden, den Spiegel zu verlassen. Und Adrians Seele muss da bleiben, wo sie ist. Macht Sinn. Also nehmen wir das komische Buch, was da für Mordred hat und rammen ihn da... den Dolch rein. Das geht nicht. Kann ich mit der Valentina irgendwas anstellen? Na, wir stechen den erstmal ab und dann hier Adrenalin reinpumpen, ne? Haben das Zeug ja nicht ohne Grund dabei, hä? So. Nein, erst das Gift und wenn alles gut geht, spritze ich das Adrenalin. Ach so, sollen wir jetzt den vergiften oder was? Giftig. An diesem Altar klebt so viel Blut. Im Moment gibt es nichts mit. Sollen wir den neu vergiften oder wie? Dann gehen wir jetzt zum Labor.
Vergiften ist nur die Rede. Oder halt konzeptiert. Ich habe nicht gedrückt. Adrian, wirf doch mal einen Blick in Mordreds Buch. Vielleicht findest du noch mehr. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Ich wollte ihn retten vor seinem erbärmlichen Schicksal. Wollte ihn wieder zu meinem Sohn machen. Mein Sohn. Kein Bastard aus den Lenden meines verfluchten Bruders. Ich habe mich genau an den Ritus gehalten. Alles hat gut funktioniert. Nur konnte ich sein kleines Herz nicht mehr zum Schlagen bringen. Ich habe alles versucht. Vergebens. Von jetzt an bin ich ganz allein. Es gibt niemanden, den ich einweihen kann. Marcus hat mir alles genommen. Und jetzt werde ich ihm alles nehmen. Ich muss mich beeilen. Mein Schwert. Zuerst muss ich die Experimente damit abschließen. Es scheint, als wäre es mir gelungen, ihm einen Schatten zu erschaffen. Das könnte bedeuten, dass ich es auf der anderen Seite benutzen kann. Wenn es mir denn gelingt, auf die andere Seite zu kommen, ohne zu sterben. Ich will schließlich beide Seiten beherrschen. Seltsam ist nur dieser schwarze Fleck an der Klinge. Seitdem es Kontakt mit der anderen Seite hatte, breitet sich das Schwarz unaufhaltsam aus. Müssen wir jetzt irgendwas da reinhalten in den Spiegel oder was? Ritus, Experimente mit einem Schwert. Was zum Henker hat Mordred hier getrieben? Hört sich an, als hätte er ein Seelentransferritual der alten Druiden ausprobiert. An seinem eigenen Sohn. Hört, hört. Seelentransfer. Er hat ihn ganz einfach ermordet. Der Ablauf des Ritus steht nicht zufällig im Buch. Ah ja, hier. Nein. Ach, shit. Na hier, alchemitisch. Die reinste Hexenküche. Früher. Ja. Du kannst es... Ich könnte Adrian ein Mittel verabreichen, das seinen Herzschlag stark verlangsamt. Ganz genau. Wie ein Gift. Damit müsste sich Mordreds Schatten von Adrians Körper lösen. Allerdings wäre damit auch Adrians Seele befreit und er würde sterben. Mit etwas Adrenalin sollte es aber möglich sein, ihn wiederzubeleben. Ich muss es ihm nur kurz danach in eine Vene spritzen. Mordred war damals nicht dazu in der Lage. Man kannte Adrenalin noch nicht. Heutzutage geht das. Ach, es ist zwar gefährlich, aber die einzige Möglichkeit, die mir einfällt... Das klingt doch easy. Am besten, ich sage Adrian erstmal nichts davon. Adrian, hör mal zu. Ich bring dich um. Ja. So. Damit müsste allerdings mit Mordred... Was ist denn mit dem Gift? Oh, hier. Jetzt geht die Truller hier zum Schwert. Adrians Schatten braucht eine Waffe, um Mordred zu besiegen. Aber ich befürchte, ein normales Schwert wird nicht funktionieren. Mordred ist ja schon tot. Und man kann nicht einfach eine Waffe durch den Spiegel reichen. Moment. Adrian, was stand noch gleich in Mordreds Buch zu seinem Schwert? Seltsam ist nur dieser schwarze Fleck an der Klinge. Seitdem es Kontakt mit der anderen Seite hatte, breitet sich das Schwarz unaufhaltsam aus. Und hier. Es scheint, als wäre es mir gelungen, ihm einen Schatten zu erschaffen. Das könnte bedeuten, dass ich es auf der anderen Seite benutzen kann. Das ist es. Wir brauchen Mordreds Schwert. Kriegen wir denn das her? Kann ja nicht so schwer sein. Ein Schwert mit einem schwarzen Fleck. Ja. Das ist die Spitze von Mordreds Schwert. Haben wir's doch. Als Maria sich ihm in den Weg stellte. Ah, oh, und hier, ist nicht wieder... Brauchen wir mehr Schwert? Mordreds Grab. Mordreds Grab. Ja, ja, Mordreds Grab. Was ist denn Im Schwert? Im Moment gibt es nichts mit Aiden. Nee, hier Grab. Mordreds Überreste. Pardon. Laut Mordred benutzte er die Gebeine der Toten, um ihre... Wir könnten Mordreds Schatten also mit seinen Gebeinen aus Adrian herauslocken. So wie er es einst mit diesem König tat. Wir müssen das Ding jetzt ausräumen. Wir brauchen Mordreds Knochen für das Ritual. Würdest du das übernehmen? Ja. Am Stück?
Merk dir einfach, wie sie liegen und setze sie auf dem Altar wieder so zusammen. Das ist ja Puzzlespielen oder was? Okay. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen. Na gut. Ich bin gespannt. Also. Ist ja gut. Der Black Mirror scheint ein Portal in eine andere Welt zu sein. Eine Art Schattenwelt. Stirbt ein Mensch in der Nähe des Portals, wird auf der anderen Seite des Spiegels ein Schatten geboren. Gleichzeitig gibt es für seine Seele zwei Möglichkeiten. Zwei. War er reinen Herzens, bleibt der Schatten seiner Seele hinter dem Black Mirror zurück und seine Seele... Fliegt schattenfrei gen Himmel? Sie ist frei, ja. War der Mensch jedoch böse, so wird seine Seele von ihrem Schatten in den Spiegel gesogen. Und dann? Ist sie gefangen. Die Seelen im Spiegel sind die Sklaven der Schatten. Ein guter Gaul oder schlechter, ne? Instrumentalisiert werden. Das heißt, die Schatten sind nur böse, wenn die Seele das auch war. Es wird erzählt, dass sich Marcus, bevor er seinen Bruder tötete, durch eine Armee von Schatten kämpfte. Mordred hat herausgefunden, wie man die Schatten durch das Portal holen kann. Okay, aber Mordreds Schatten ist ja schon draußen, was man gut an meinem Spiegelbild erkennen kann. Richtig. Deshalb ist seine Seele mehr oder weniger schutzlos allein hinter dem Spiegel und wartet nur darauf, dass sie raus kann. Was vermutlich dann passiert, wenn ich den Spiegel berühre, oder? Das wollen wir nicht herausfinden. Also, berühr mal den Spiegel. Schatten können wir mit seinen sterblichen Überresten binden. So kommt er uns zumindest nicht in die Quere. Und dann kann dein Schatten, Adrian, Mordreds Seele übernehmen. Oder noch besser, vernichten. Hört, hört. Mein Schatten? Ich denke, ein Schatten entsteht nur, wenn jemand stirbt. Du musst sterben. Okay. Stirb! Warum hast du mich da nicht vom Dach springen lassen? Wäre doch bequemer gewesen. Dann wärst du unwiederbringlich tot gewesen. Ich habe aber vor, dich wiederzubeleben. Wenn deine Körperfunktionen für ein paar Minuten aussetzen, wird deine Seele, wie soll ich sagen, befreit. Ich kenne genug Berichte über Nahtoderfahrungen, die das bestätigen. Ach komm, lauer nicht so viel. Dein Seelenschatten auf der anderen Seite des Spiegels. Wir wollen mit den anderen Black Mirror anfangen. Verursacht das nicht irgendwelche Hirnschäden? Keine Sorge, Adrian. Das menschliche Gehirn kommt ein paar Minuten ohne Herzschlag aus. Kommt halt das Kartoffel wieder zurück. Deine Seele kehrt wieder in den Körper zurück, sobald dein Herz wieder schlägt. Ich erlebe das nicht zum ersten Mal. Nahtoderfahrungen sind meistens der Fall, wenn jemand der Meinung war, Gott habe zu ihm gesprochen. Okay. Und dann? Soll mein Seelenschatten Mordred erwürgen oder was? Nein. Wir wissen, dass Mordred sein Schwert für die andere Seite nutzbar gemacht hat. Besser gesagt, das beseelte Spiegelbild. Du wirst es auf der anderen Seite nehmen und Mordreds Seele damit töten können. Schatten sind dort stärker als hier. Habe ich das richtig verstanden? Die Seelen sind hier stark und die Seelenschatten schwach. Genau. Und umgekehrt. Was bedeutet, dass Mordreds Seele auf der anderen Seite sehr schwach ist? Das klingt auf eine absurde Art und Weise logisch. Und was ist mit Mordreds Schatten? Wir halten ihn mit den Gebeinen außerhalb des Spiegels, damit er seine Seele nicht schützen kann. Danach sollte dem Schatten dasselbe passieren wie mit einer Seele, wenn der Körper stirbt. Er ja, auf jeden Fall wieder sehr viel Dialog zum Ende. Da wäre noch ein Problem. Na, warte nur. Ja? Du brauchst Mordreds Schwert. Und außer der abgebrochenen Spitze weiß ich nicht, wo es ist. Im Buch stand etwas von einem Schwarz, das sich vom Schwert ausgehend immer weiter ausbreitet. Ah, natürlich. Ja, da oben. Warum hatten Greg und Steve auch solche Probleme? Das Teezimmer, der Schimmel. Immer wieder gab es da Probleme mit angeblichen Schäden vom Löschwasser. Dann muss das Schwert dort sein. Ich hole es. Halt! Du fasst kein Schwert an und schon gar nicht Mordreds. Ich hole es. Ich muss mir eh noch ein Buch über Gifte aus der Bibliothek holen. Kannst den Kerl doch nicht erledigen lassen. Sind etwas veraltet. Und was soll ich in der Zeit machen? Du könntest Mordreds Skelett auf dem Altar platzieren. Bis gleich. Das wird doch nichts, Leute. Der wird doch... Geht doch Probleme. Die Anordnung der Knochen kann ich mir niemals merken. In Biologie habe ich meistens nicht aufgepasst. Ja, aber studieren wollen. Ja. Ja, das sind sie wieder. Studenten. Das eine geht und sonst haben sie wieder keine Ahnung. Es gibt viel zu wenig Fotos von dir, Mordred. Hobbyfotograf.
Ja, perfekt. Ich nehme nur die großen Knochen mit. Die ganzen Hand- und Fußknochen sind wohl schon zu Staub zerfallen. Ich hoffe, das stört Mordreds Seelenschatten nicht. Hallo und herzlich willkommen, The Killer Hunter LP. So. Mal sehen. Ich speichere mal wieder ab. Nicht, dass der da wieder hier verrückt wird. Speichern. So, wenn wir jetzt da hingehen, diese Knochen auf diesen doofen Alter legen und du musst ja diesen Spiegel berühren. Ich will sehen, wie du verrückt wirst. Das ist er also. Der Black Mirror, das Schattenportal. Es geht eine merkwürdige Anziehungskraft von ihm aus. Berühren. Ich habe ständig das Bedürfnis, hineinzublicken. Das ist der Alter. Es geht einem. Komm schon. Warum will denn der das Ding nicht berühren? Was kannst du denn dran? Wir sehen ja Cutscene irgendwie. Ich lege die Knochen erst einmal ab, damit ich sie besser sortieren kann. So. Schön. Dann schauen wir mal, wie gut meine Anatomiekenntnisse sind. So, mal sehen. Ah, hier. Was ist denn das hier? Dr. Böber für Arme. Jetzt geht auch schon wieder los. So, wie sieht's denn hier aus? So, das sind jetzt hier. Das sind die Beckenknochen. Das ist hier oben, unten. Das ist ja hier. So. So. Ah. So. So. Pardon. So. Wie geht's weiter? Das ist Arme. Ja. Oben. Unten. Ah, hier. Das ist doch vorne und hinten nie. Nee, warte mal, das ist doch hier jetzt schon wieder falsch. So. Ja. Hallo? Wir haben ja schon die Lösung hier. Wir sind also richtig schlecht in dem Spiel. Wir kriegen das noch hin. Ja, Wirbelsäule, ne? Das, sie kommen doch hier direkt, zack. Hier. Und, das kriegen wir noch hin, ja. Nicht gleich so schnell aufgeben. Hier. Und die kleinen Haare. Das müsste so passen. Hier. Das ist so. So, ja. Die nach dort. Ja. Kriegen wir schon hin hier, du. Über das. Aha. Okay.
Mission. So, dann machen wir hier unten. Knochen. Chat, was sagt mir? Wie kennt ihr euch? Wie gut kennt ihr euch aus mit Knochen? Warum ist Briggory nicht da? Da ist doch eh so. Da müsst ihr das doch ganz genau wissen. So, perfekt. Und nicht? Die Hälfte ist verkehrt rum, oder? Hier rum. Sehr. Besser. Schlechter. Ja, komm hier, das passt schon so. Ja, das sieht richtig aus. Das sieht richtig aus, ganz genau. Ich muss nur noch auf Valentina warten. Berühr den Spiegel. Berühr den Spiegel. Es geht. Berühr den Spiegel. Das ist er also. Der Black Mirror, das Schattenportal. Es geht eine merkwürdige Anziehung. Das ist, es geht eine. Das ist, es geht eine. Sei doch nicht das so. Das sind die gleichen Statuen wie in dem Raum. So. Wie ist es denn mit dem Abgrund? So, was anzusehen? Da geht es verdammt tief runter. Okay. So, wo ist er denn? Ja. Schwarzer Fleck. Mit etwas Fantasie hat der Schimmelfleck die Form eines Schwertes. Das muss die richtige Stelle sein. Die Wand wird nur noch von der Tapete gehalten. Der Rest ist total marode. Mit etwas... Das muss die Wand... Ja, jetzt nimm mal hier dein Dolch und kratz das Ding mal aus der Wand. Ein Schwert mit abgebrochener Spitze. Zack. Haben wir uns doch... Ist doch die Bibliothek. Ich brauche noch ein Buch über Gifte aus der Bibliothek. Danach kehre ich zu Adrian zurück. Hoffentlich konnte er Mordreds Skelett wieder zusammensetzen. Das sehen wir ja mal. Was ist denn nun? Ich habe das Schwert. Bist du soweit? Wir haben doch zwei Stücke vom Schwert. Das müssen wir noch mit dieser Film zusammenkleben und dann geht es los. Mordreds Skelett liegt auf dem Altar bereit. Gut. Und los geht's. Die Knochen so, wie sie vorher lagen? Kopf oben, Beine unten. Denke schon. So. Dann los gehen. Haben wir jetzt alles, was wir brauchen? Sieht klar. So aus. Das Gift ist auch fertig. Wird es schmerzhaft? Vermutlich nicht. Es lähmt den Herzmuskel. Aber keine Sorge, ich habe eine Spritze mit Adrenalin dabei. Ja, damit geil. Damit kann ich dich wieder zurück zu den Lebenden holen. Klingt nach einem von Phils Folterexperimenten. Nur ist diesmal nicht Ralph das Opfer, sondern ich. Es wird alles gut gehen, Adrian. Hab Vertrauen in Gott. Ich werde jetzt die Zutaten holen. Dann kann es losgehen. Die Zutaten? Chemietisch. Das Zeug ist doch schon seit hunderten Jahren abgelaufen. Der Rotz. Ein Gift. Es verlangsamt den Kreislauf bis zum Herzstillstand. Da ruhig nur so eine
Ich musste es leider auf die Schnelle zusammenmischen. Ah. Die Bücher aus der Bibliothek bestätigen aber, dass es funktionieren wird. Ja, jetzt sind wir hier runtergelaufen. Die Amphore zu holen, ja? Eine Fiole mit Gwennich Adrian. Den Rücken zugewendet. Und jetzt, wenn wir wieder hochgehen, da tatscht der Schlingel dann den Spiegel an, ne? Ich weiß jetzt auch ganz genau. Ja, wir können ja auch nicht mal wechseln, ja. Nee, da liegt er doch. Macht ganz genau das, was von ihm verlangt wird. Adrian, das ist nicht in Ordnung. An diesem Altar. So, kann losgehen. Adrian ist bereit. Ich muss ihm das Gift. Warte, ich. John. So, gehen wir ins Gift und dann laufen wir mal weg. Mal sehen, ob der da verreckt dann oder so oder nicht passiert. Ich weiß ja nicht. Versuchen es mal ein bisschen zu manipulieren. Gut. Du musst das hier trinken. Warte. Falls ich es nicht schaffen sollte, Mordred zu besiegen. Was dann? Da sind wir am Arsch. Du musst ihn besiegen. Es ist deine einzige Chance. Schaffst du es nicht, wird er dich töten und seine Seele wird deinen Körper übernehmen. Geil. Wie wirst du wissen, ob ich es geschafft habe? Ich meine, wann wirst du mich wiederbeleben? Ich werde dir das Adrenalin spätestens nach 5 Minuten geben müssen, sonst... 5 Minuten? ...stirbst du. So oder so. Du musst es schaffen. In Ordnung. Valentina? Ja? Bis nachher. Ja. Bis nachher, Adrian. So, nu? Trink! Ja, was machen? Katzin. Ah, hier. Bum, 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 bum. Da stimmt was nicht. Oh Gott, das ist Mordreds Seele, aber das ist nicht Adrians Seelenschatten. Oh, oh. Und nu? Ha! Geil! Ich glaube, er hat es geschafft. Ich muss ihn schnell wiederbeleben, sonst ist er für immer verloren. So, nu? Können wir gehen oder so? Ah, hier ist der Abgrund. Was sagst du zum Abgrund? Es fühlt sich so an, als existiere diese Höhle schon seit Anbeginn der Schöpfung. Ist da eine Möglichkeit, dass er jetzt ja abnippelt, sozusagen? Ja, das ist, ob er das jetzt verreckt, wenn wir nichts tun? Ich muss sein Herz schnell wieder zum Schlagen bringen. Er stirbt sonst endgültig. Ich muss sein Herz schnell wieder... Die Akte der Gordons aus dem Archiv. Der letzte Eintrag ist von 1923. Ganz vorn in der... Die Unterirdischen. Ich habe das Diktiergerät... Ich habe kein... Was können wir denn jetzt machen, du? Wir wollen doch gucken, ob da unser Adrian stirbt, aber... weggehen können wir nicht... Das ist ein bisschen frustrierend. Naja, was machen wir denn da? Komm, wir geben denen da einfach mal die Spritze jetzt. Oh nein, es funktioniert nicht. Adrian! Adrian, komm zurück! Komm zurück! Gott sei Dank.
Du lebst. Ja. Was ist geschehen? Ich fühle mich so anders. Du hast Mordred besiegt und mit ihm den Fluch. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Wirklich? Yeah. Der Fluch ist endgültig vorbei? Ja. Nein. Der letzte Gordon hat es geschafft. Gleich geht's weiter mit dem nächsten Teil. Und nie wieder betreten. Da, da. Na ja, gut. Schluss, alles vorbei. So, meine liebsten Freunde, das wär's gewesen mit Black Mirror 3. War eigentlich ein schönes Point-and-Click-Adventure von Cranberry Productions. Die haben ja auch den zweiten Teil gemacht. Das hat ja eigentlich auch ganz gut hingehauen. Ja. Genau. Gut gemachtes Spiel aus deutschen Händen. Aus deutschen Studios sozusagen. Eigentlich sehr gut. Hat mir gefallen. Jetzt kommt Black Mirror. Und wir werden ja jetzt gleich auf diesem Channel dann mit Black Mirror von 2017 anfangen. Das wurde dann von einem anderen deutschen Studio gemacht. Da ging dann auch wieder die Lizenz von einem Studio zum anderen Studio oder ja, von einem Publisher zum anderen und das wird dann ganz anders werden. Naja, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, von diesem Spiel. Wenn ihr weiterhin solche Spiele miterleben wollt, müsst ihr diesen Kanal abonnieren, das hilft mir sehr, kostet euch nichts. Genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und goodbye. Ah ne, hier geht's aber auch weiter. Und? Wie kommst du voran? Ganz gut, denke ich. Mit den Stichpunkten bin ich durch. Jetzt muss ich das Ganze nur noch ins Buch der Hüter übertragen. Willst du es dir mal ansehen? Wenn ich darf. Hier. Das heißt doch jetzt, ist er in der Kirche oder so. Nachdem sie sowas erlebt haben. Der Fluch Mordred hat bestimmt damit gerechnet, bald wieder frei zu sein. Aber die reinen Hüterseelen der Gordon sind wohl besonders widerstandsfähig. Guck an! Das ist schon mal ein guter Anfang. Wann überträgst du das ins Hüterbuch? Nicht vor dem Essen. Übrigens weiß ich jetzt, was es mit diesen schwarzen Kugeln auf sich hat. Ich bin gespannt. Mordred schreibt in seinem Buch, dass er ein Seelentransferritual durchgeführt hat. Doch statt der Gebeine hat er nur den Schädel benutzt. Und eine schwarze Kugel. Der Schatten sei danach nicht mehr in den Spiegel zurückgekehrt, sondern blieb immer in der Nähe der Kugel. Aha. Dann kann man mit diesen Kugeln also Seelen auffangen, die eigentlich für den Körper gedacht waren. Richtig? Es kommt noch besser. Hier. Mit Hilfe der in der Kugel gefangenen Seele kann man die Schatten bis zu einem gewissen Grad beherrschen. Er schreibt, dass er eine Kugel im Schlafgemach seines Bruders unter dem Bett deponiert hatte, in der Hoffnung, dass der Schatten ihm des Nachts die Seele raubt. Aber es hat nicht funktioniert. Marcus' Seele sei zu rein für die Schatten, vermutet er. Was meinst du? Treiben die Schatten der Seelen heute noch immer ihr Unwesen? Ich weiß nicht. Aber wenn, ist es deine Aufgabe, sie aufzuhalten.